einen wunderschönen guten Abend. Ich heiße Sie herzlich willkommen zu unserem 14. Bürgerdialog von Stefan Reuken. Stefan Reuken ist unser Landtagsabgeordneter für Bildung und Verkehr, neues Vorstandsmitglied. Die Gäste sind Nikolaus Kramer. Unser Herr Nikolaus Kramer ist frisch gewählter Fraktionsvorsitzender, nicht Kreisvorsitzender. Wer sagt denn sowas? Unser Fraktionsvorsitzender im Landtag ist fachpolitischer Sprecher noch für Innen- und Europa. Dann haben wir hier zu meiner rechten Seite noch Sandro Hersel. Sandro Hersel ist fachpolitischer Sprecher für Steuern, Finanzen und Digitalisierung. Und damit eröffne ich hier unseren Bürgerdialog. Die Herrschaften werden ein wenig erzählen über ihre Arbeit im Landtag. Danach treten wir in den Dialog. Dann bitte ich Sie, ein paar kurze, knackige Fragen zu stellen, damit jeder rankommen kann. Und ganz zum Schluss hat jeder noch ein bisschen Zeit, mit den Abgeordneten ein kleines Fläuschchen zu halten, ohne Aufzeichnung. Da wir noch stark in den Medien vertreten sind, wird hier alles aufgezeichnet. Wer nicht möchte, dass er fotografiert wird, hebt bitte die Hand. So, hier Christine, damit wir diese Seite nicht fotografieren. Und dann wünsche ich Ihnen einen schönen Abend und euch viel Erfolg. Vielen Dank, Steffi. Ich möchte Sie auch nochmal ganz herzlich begrüßen. Ich freue mich, dass Sie gekommen sind zu unserem Bürgerdialog hier in den Usedomer Blick. Ich möchte nochmal kurz sagen, was wir jetzt im Einzelnen vorhaben. Also ich werde jetzt erstmal beginnen und werde ein paar grundsätzliche Dinge über unsere Arbeit im Landtag sagen. Ich werde Ihnen sagen, wie der Landtag aufgebaut ist, in welchen Strukturen wir da arbeiten müssen und wie wir uns da aufgestellt haben. Bevor ich das jetzt allerdings tue, möchte ich noch zwei, drei Worte verlieren über den heutigen Tag. Heute ist der 9. November und das ist für uns Deutsche ein ganz besonderer Tag. Am 9. November sind extrem viele wichtige Dinge passiert, die uns als Deutsche maßgeblich beeinflusst haben. Wenn wir im 20. Jahrhundert starten wollen oder im 20. Jahrhundert bleiben wollen, man könnte zurückgehen bis ins 13., 14. Jahrhundert. Aber alleine im 20. Jahrhundert gab es 1918 die Oktoberrevolution am 9. November. Dann hatten wir 1923 den Hitler-Ludendorff-Putsch. Es gab selbstverständlich den Mauerfall und so weiter und so weiter. Also worauf ich hinaus möchte ist, wir haben mit dem 9. November ein Datum, das für Deutschland so wichtig ist und eigentlich kaum gewürdigt wird. Wir haben als nationalen Feiertag den 3. Oktober bekommen nach der Wende. Vorher war es in Westdeutschland der 17. Juni. Und ich bin persönlich der Meinung, der 9. November oder auch der 17. Juni wären beides bessere Tage gewesen, um einen deutschen Nationalfeiertag zu feiern, als der 3. Oktober. Das ist allerdings meine private Meinung. Ich wollte das nur vorwegschicken, weil man nicht oft am 9. November die Gelegenheit hat, so eine Veranstaltung zu machen. Nun aber zur Sache. Wir haben uns seit letztem Jahr im Landtag wie folgt aufgestellt. Dazu sollte man einmal den Überblick hier haben zu den Ministerien. Wir sind ja im Landtag gezwungen, oder es ist ja auch sinnvoll so, sich so aufzustellen, wie die Ministerien und damit die Ausschüsse gestrickt sind. Wir haben also neben der Ministerpräsidentin Ministerien für Inneres, Europa, Justiz, Finanzen, Wirtschaft, Landwirtschaft, Bildung, Wissenschaft, Kultur, Energie und Verkehr, Digitalisierung und natürlich Soziales. Hinzu kommt mittlerweile ein Untersuchungsausschuss für die Machenschaften der AWO, der von unserer Fraktion ins Leben gerufen wurde, und ein Unterausschuss, um die Machenschaften des NSU in Mecklenburg-Vorpommern zu untersuchen. Wir haben uns jetzt in der Fraktion mit unseren Fraktionsmitgliedern und unseren Mitarbeitern so aufgestellt, dass wir immer zu einem dieser Ausschüsse einen Arbeitskreis gegründet haben. Das sieht dann
so aus, also im Arbeitskreis sind die Mitglieder unserer Fraktion, die sich mit dem Thema beschäftigen, plus ein Mitarbeiter, eine Referentin, die dort ganz besonders gut eingearbeitet ist. Und so bereiten wir uns auf die Ausschusssitzungen vor und auch auf die Plenarsitzungen. Also die entsprechenden Anträge für das Plenum werden innerhalb dieser Arbeitskreise besprochen und vorbereitet. Und dort geben wir dann auch, oder findet die Meinungsfindung statt, mit der wir dann in die Fraktionsversammlung gehen. Das Ganze passiert in der Regel wöchentlich und wöchentlich ist nicht ganz richtig, also drei Wochen im Monat sind wir in Schwerin. Eine Woche ist für den Wahlkreis da und in diesen drei Wochen sind wir dann jeweils mit unseren Arbeitskreisen und den Ausschüssen beschäftigt. Was da am Ende bei rausgekommen ist in gut einem Jahr Landtag, können wir hier mal zeigen. Wir haben bisher an die Landesregierung über 500 kleine Anfragen gestellt, im Plenum fast 60 Änderungsanträge und Anträge. Wir haben 180 Reden im Plenum gehalten, 7 Gesetzentwürfe, da sind wir eigentlich besonders stolz drauf, weil Gesetzentwürfe machen besonders viel Arbeit. Es muss alles abgeklärt sein, dass das gesetzlich auch funktioniert, dass es rechtlich sauber ist und diese Gesetzentwürfe vorzubereiten ist deutlich mehr Arbeit, als würde man einen Antrag im Plenum stellen, der Landtag möge beschließen, die Landesregierung soll dieses oder jenes umsetzen. Dann, ich habe es schon gesagt, wir haben den Parlamentarischen Untersuchungsausschuss zum Thema AWO ins Leben gerufen, sehr zum Missfall der Koalitionsfraktionen. Also gerade die SPD ist dort sehr unglücklich gewesen, weil viele Landtagsabgeordnete der SPD natürlich in den Vorständen, in den Spitzenpositionen der AWO vertreten sind. Dann haben wir natürlich regelmäßig die Gelegenheit, aktuelle Stunden im Landtag zu gestalten. Und gerade das ist auch ein Punkt, wo wir immer versuchen, auf unser Wahlprogramm zurückzukommen. Deswegen haben wir da zum Windkraft, hatten wir unsere erste aktuelle Stunde. Dann haben wir zu der ganzen Flüchtlingskrise selbstverständlich eine aktuelle Stunde gemacht, weil das ein Thema ist, was deutschlandweit natürlich die Leute berührt, aber auch, wir wissen es, in Mecklenburg-Vorpommern immer aktueller wird. Und jetzt in der kommenden Woche werden wir uns auf die Infrastruktur konzentrieren. Sie wissen es alle, die A20 ist in einem bedauernswerten, beklagenswerten Zustand. Das ist nicht nur das abgebrochene oder abgesackte Stück bei Triebsee, es ist auch hier in Gützkow die Brücke, die da seit Ewigkeiten saniert wird, oder das Kreuz Rostock an der A19. Und auch wenn man über die 20 hinausguckt, die 19, die Petersdorfer Brücke, ist ein Riesenproblem. Dann ist Rügen derzeit vom Bahnverkehr abgeschnitten, mehr oder weniger, sodass die Infrastruktur in unserem Land doch am Boden liegt. Und wenn wir den neuen Haushalt uns besehen, wir leider feststellen müssen, dass dort wenig Geld zur Verfügung gestellt wird. Auf Nachfrage haben wir dort erfahren, dass das Geld, was dort bereitgestellt wird für die Infrastruktur, maximal dafür reichen wird, den Ist-Zustand, den wir auf den Straßen momentan haben, zu halten, nicht aber irgendwas zu verbessern. Dann eine Sache, die ich Ihnen noch zeigen möchte. So sieht es aus, wie wir im Plenum sitzen. Das ist der ganze Landtag, es sind 71 Mitglieder. Unsere Fraktion umfasst derzeit die blau eingerahmten 13 Abgeordneten. Wir haben, weiß nicht, ob Sie es mitbekommen haben, nach der Sommerpause jetzt den neuen Plenarsaal im Landtag bezogen. Vorher war das Ganze etwas rustikaler, würde ich mal sagen. Also wir saßen in Zweierreihen wie in der Schule. Und jetzt haben wir einen Plenarsaal, der das Wort auch verdient. Also es ist wie ein Plenum. Wir sitzen dort so, wie es da abgebildet ist, im Halbkreis. Und die Interaktion mit den anderen Abgeordneten ist deutlich intensiver. Also Zwischenrufe sind deutlich besser hörbar. Die Bösartigkeiten der anderen kommen direkt bei uns an. Aber auch wir haben natürlich die Möglichkeit, von unseren Sitzen aus und nicht nur am Rednerpult die anderen zu triezen. Das machen wir auch sehr gerne. Damit Sie sich nicht die Augen verbiegen müssen, um zu erkennen, wer überhaupt in unserer Fraktion ist, haben wir das nochmal etwas größer aufgeschlüsselt. Das sind die 13 Abgeordneten. Aber es ist natürlich so, wir sind mal mit 18 Abgeordneten in diesen Landtag eingezogen. Jetzt sind noch 13 über. Und diese Problematik, was nach der Bundestagswahl in unserer Fraktion passiert ist und wie es dazu kam, dass wir jetzt nur noch 13 sind, das wird jetzt der Fraktionsvorsitzende höchstpersönlich erklären und ich übergebe erstmal das Wort an Nikolaus.
Ja, lieber Stefan, vielen Dank. Einen wunderschönen guten Abend. Auch ich möchte Sie hier herzlich willkommen heißen im Usedomer Blick in Berlin, im wunderschönen Landkreis Vorpommern-Greifswald. Der Kollege Reuken hat es ja schon kurz angesprochen. Es gab einige Veränderungen. Einige waren planbar, einige waren nicht planbar. Und natürlich hat es im Vorfeld auch hier und da die Sorge gegeben, wie entwickelt sich das weiter in der Landtagsfraktion? Wie entwickelt sich die AfD im Landesverband weiter und wie entwickelt sich das hier für die AfD im Landkreis Vorpommern-Greifswald? Und da kann ich mit Fug und Recht behaupten, dass also alle Sorgen völlig unnötig gewesen sind von Anfang an. Also was für uns planbar gewesen ist, ist eben die Situation gewesen, dass uns mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit zwei Mitglieder aus der Fraktion verlassen werden, indem sie zur Bundestagsfraktion wechseln. Das war einmal Leif Erik Holm und Enrico Komning. Also haben wir schon im Vorfeld uns Gedanken gemacht, wie könnte dann ein neuer Fraktionsvorstand aussehen. Und was wir nicht planen konnten, war dann diese für uns doch sehr überraschende Situation, dass uns vier ehemalige Parteimitglieder verlassen haben, die dann eben auch aus der Fraktion ausgetreten sind. Und da wurde natürlich dann in den Medien kolportiert, Rechtsruck in der AfD-Landtagsfraktion. Und natürlich wurde auch mir die Frage als Fraktionsvorsitzender gestellt, ob es diesen Rechtsruck geben wird. Natürlich wird es diesen Rechtsruck nicht geben, weil die AfD ja von vornherein schon immer rechts gewesen ist. Und wir müssen nach meinem Dafürhalten auch endlich wieder dahin kommen, sagen, dass es okay ist zu sagen, ja, ich bin rechts. Ich bin rechts der CDU. Und da darf man nicht zusammenzucken, wenn man hört, oh Gott, der hat gesagt, der ist rechts. Weil diese Begrifflichkeiten rechts und links, wer legt denn fest, was ist rechts und was ist links? Und nach meinem Dafürhalten sind das nur ideologische Kampfbegriffe der Linken aus der 69er Zeit und aus der Frankfurter Schule. Und wir müssen endlich aufhören, uns da beuteln zu lassen, uns indoktrinieren zu lassen und zu sagen, rechts ist schlecht oder links ist schlecht oder was auch immer. Ich lehne jegliche Form von Extremismus ab, ganz klar, jede Form von Radikalismus, jegliche Form von Gewalt. Aber nach meinem Dafürhalten muss es wieder okay sein zu sagen, ich bin rechts und wenn es rechts der CDU ist, weil die CDU hat den rechten, den konservativen Rand völlig aufgegeben und in diese Lücke ist halt die AfD gesprungen mit ihrer Gründung. Und ich persönlich für mich kann auch sagen, dass ich schon immer ein politisch interessierter Mensch gewesen bin, habe aber vorher noch nie ein Parteibuch in der Hand gehabt. Das Parteibuch der AfD ist mein erstes Parteibuch und das liegt eben oder lag seinerzeit eben auch daran, dass ich mich auch nach außen noch mehr politisch engagieren wollte, als ich das eh schon vorher getan habe. Und mit der AfD habe ich meinen politischen Heimathafen gefunden. Ja, und die anderen Landtagsfraktionen haben angekündigt, nach der Fraktionsneubildung, dass sie überlegen, den Schweriner Weg wieder einzuschlagen, so wie seinerzeit das mit der NPD getan wurde. Aber nicht ständig und dauerhaft, sondern nur, wenn extreme Anträge kommen. Und da haben wir uns erstmal angeguckt, als wir das von Herrn Krüger, dem Fraktionsvorsitzenden der SPD, vernommen haben. Was sind denn überhaupt extreme Anträge? Und dann haben wir dann auch mal so zurückgeschaut in unser letztes Jahr der parlamentarischen Arbeit und haben dann mal, Herr Reuken hat ja vorhin die Zahlen genannt, mal unsere ganzen Anträge und parlamentarischen Initiativen durchgeguckt und da war nicht ein extremer Antrag dabei. Und wir sind auch nicht einmal laut brüllend oder krakeelend in den Plenarsaal gelaufen, sondern wir haben von Anfang an konstruktive Politik betrieben und nicht Frontalopposition, was uns ja hier und da doch immer wieder mal vorgeworfen wird. Und auch da muss man sich dann die Frage gefallen lassen, was ist überhaupt Frontalopposition und was ist vernünftige parlamentarische Arbeit? Und die parlamentarische Arbeit leisten wir schon seit 2014 in verschiedensten Kommunalparlamenten, ob nun in Kreistagen oder in Bürgerschaften und eben auch seit vergangenem Jahr im Landtag in Schwerin. Und darauf können wir als junge Partei stolz sein, dass wir hier in unserem Bundesland als zweitstärkste Kraft gewählt worden sind, zu dem damaligen Zeitpunkt die zweitstärkste Fraktion im Landtag gewesen sind. Und wir haben schon viel bewegt. Habe ich neulich gerade in einem Gespräch mit einem Redakteur der Ostsee-Zeitung gehabt, der dann auch meinte, Herr Kramer, ist das nicht unbefriedigend, wenn Sie immer wieder für den Papierkorb arbeiten, wenn also Ihre Anträge alle abgelehnt werden? Und dann meinte ich auch zu ihm, dass es im ersten Moment so scheint, dass wir für den Papierkorb arbeiten, dass also im ersten Moment die Arbeit sprichwörtlich für die Katz ist.
die wir dort im Schweriner Landtag abliefern. Aber wenn man das mal genauer betrachtet und auch mal so ein bisschen hinter die Kulissen guckt, dann fällt einem schon auf, dass wir in dem vergangenen Jahr doch nicht wenig bewegt haben. Für mich ein ganz prägendes Beispiel ist zum Beispiel, dass wir die Forderungen der CDU aus dem Sommer 2016 vor der Landtagswahl aufgegriffen haben. Die sind seinerzeit in den Wahlkampf gegangen mit 555 Polizeistellen, die neu zu schaffen sind. Und diese Forderungen haben wir dann aufgegriffen, um eben die CDU vor uns herzutreiben. Und dann habe ich den Antrag im März diesen Jahres eingebracht, dass doch die CDU oder die Regierungsfraktion diese von sich aus geforderten 555 Stellen schaffen sollen. Und in einem anderen Antrag habe ich beantragt, dass die Landesregierung sich Gedanken machen möchte für ein Pilotprojekt zur Einführung von den Körperkameras, den sogenannten Bodycams, sprich also Polizeibeamte sollen mit Körperkameras ausgestattet werden, um brenzliche Situationen mitfilmen zu können, mitschneiden zu können, was dann erstens die Hemmschwelle vom polizeilichen Gegenüber sinken lässt, um Gewaltangriffe gegen Polizeibeamte auszuführen, aber auch dem Bürger die Sicherheit geben kann, hier gibt es ein Gerät, was eben alles aufnimmt und noch als unabhängiger Zeuge darstellt, weil es ja für den Bürger oftmals auch der Fall ist, dass er sagt, naja, da sind zwei Polizeibeamte, die behaupten, ich bin nicht angeschnallt gewesen und die können ja viel behaupten und die sind zu zweit und ich bin alleine, habe ich keine Chance. Und deswegen haben wir eben die Landesregierung aufgefordert, dieses Pilotprojekt zu starten. Und dieser Antrag wurde natürlich abgelehnt. Der wurde sowohl von der Linksfraktion als auch von der Regierungskoalition abgelehnt. Ja, und heute liegt uns ein Gesetzentwurf der Regierungskoalition vor, in dem nämlich genau das vorgeschlagen wird, was wir seinerzeit beantragt haben, Einführung von Körperkameras für die Landespolizei. Und das ist nur ein kleines Beispiel von vielen, vielen anderen Beispielen. Und deswegen können wir also mit Fug und Recht behaupten, dass also unsere Arbeit, die wir im Landtag leisten, nicht für die Katz ist, dass sie eben nicht umsonst ist. Man ist es nicht spürbar, immer sofort. Und es steht auch nicht überall AfD drauf. Aber in vielen Initiativen der anderen Parteien ist eben ganz viel AfD drinne. Und das bekommt man eben nur mit, wenn man sich dann auch permanent mit den Anträgen aller Fraktionen befasst, und das machen wir ja nun aus beruflichen Gründen so. Das als kurzer Ausflug in unsere Arbeit in die Landtagsfraktion. Für mich überraschend ist gewesen, nach diesem Wegbruch der vier ehemaligen Fraktionskollegen, die dann ihre eigene Fraktion gegründet haben, dass sofort, also an einem Montag, das war der 25.09. diesen Jahres, da wurde halt bekannt, dass sie ausgetreten sind, und wir hatten turnusmäßig am Dienstag, einen Tag später, unsere Fraktionsversammlung, die erste Fraktionsversammlung ohne die vier Mitglieder. Und schon in dieser Fraktionsversammlung war eine Aufbruchstimmung zu verspüren, sowohl unter den Abgeordneten als auch unter den Mitarbeitern. Die Mitarbeiter, die hatten sich in der Sommerpause den Namen Team Blau gegeben, und ab diesem Tag war das so zu spüren, dass dieses Team Blau mit Leben gefüllt ist. Also muss ich auch sagen, also ein ganz großes Lob an die Mitarbeiter in unserer Landtagsfraktion, die Referenten, die Assistenzen. Das ist wirklich ein ganz tolles Arbeiten mit denen, das macht richtig Spaß, und also das ist auch zu merken und freut mich ganz besonders, dass also auch alle unsere Mitarbeiter täglich mit Spaß zur Arbeit kommen und auch die Abgeordneten. Und also wir duzen uns auch alle untereinander, also fast alle, die Abgeordneten und die Mitarbeiter, und das ist so ein angenehmes Arbeitsklima. Und das war, wie gesagt, im Grunde vom ersten Tag an so, und das hat sich bis jetzt auch so fortgeführt, und von daher habe ich überhaupt keine Bedenken, dass wir, wenngleich wir jetzt auch insgesamt 5 Leute weniger in der Fraktion sind, dass wir nicht in der Lage sind, unserem Wählerauftrag nachzukommen. Und dafür möchte ich auch mal an meine Mitarbeiter hier an dieser Stelle öffentlich mal einen Dank aussprechen. Vielen Dank. Ich möchte nicht nur in der Vergangenheit umherkramen, sondern auch einen kurzen Ausblick in die Zukunft geben. Wir werden unser Profil noch weiter schärfen. In den letzten 12 Monaten war das geprägt von, die Themen hat Herr Reugen schon angesprochen, von Windkraft, von Landwirtschaft, Energie und in erster Linie auch von innere Sicherheit. Natürlich ist innere Sicherheit ein großes Thema für die AfD, weil das Thema bei den anderen Parteien in den letzten Jahren viel zu kurz gekommen ist. Es wurde rigide der Sparkurs angesetzt, und das ist schon immer eine Maxime gewesen der AfD.
Unsere Kinder und die innere Sicherheit, das sind die zwei Stützen der Zukunft, das sind die zwei Stützen unseres Volkes und diese darf man nicht sträflich behandeln. Das heißt, wir dürfen nicht am Bildungssektor sparen, weil wir dann nämlich an unseren Kindern sparen und wir dürfen nicht an der inneren Sicherheit sparen. Das sind die Grundfeste unseres Staates. Und neben diesen Themen Bildung und innere Sicherheit werden wir zukünftig noch mehr den Fokus auch auf Soziales und Familie legen. Wir sind auf dem besten Weg dahin, eine Volkspartei zu werden. Und deswegen müssen wir uns noch breiter aufstellen. Deswegen sind wir noch intensiver uns mit den vielen Problemen, die unser Land hat, zu befassen. Gerade hier die Region Vorpommern ist ja doch arg gebeutelt und man hat nicht umsonst den Eindruck, dass wir hier doch etwas mehr abgehängt sind als die Bürger im Großraum Schwerin, die Metropolregion Schwerin-Hamburg. Und da werden wir, wie gesagt, noch stärker unseren Fokus drauf legen, um eben dem Anspruch einer Volkspartei gerecht zu werden. Denn eins kann ich Ihnen sagen, wir wollen nicht nur die Krümel und wir wollen nicht nur ein Stück vom Kuchen. Wir wollen irgendwann die ganze Bäckerei. Vielen Dank. Vielen Dank, Nikolaus Kramer. Auch ich begrüße Sie heute Abend hier. Möchte schon mal ein wenig ins Thema reingehen oder zumindest in ein Themenfeld reingehen, was ich Ihnen als Beispiel vorbringen kann. Natürlich wollen wir gleich noch auch gerne auf Ihre Fragen reagieren. Ich habe ein kleines mitgebracht. Nikolaus Kramer hat es gerade angesprochen. Er wurde schon gefragt, ob es nicht frustrierend ist, für die Tonne zu arbeiten sozusagen, wenn unsere Anträge abgelehnt werden. Und wir sind uns von vornherein, seit einem Jahr, seit wir im Landtag präsent sind, sind wir uns bewusst, dass wir natürlich in der Opposition stehen, dass unsere Forderungen, die wir im Wahlprogramm aufgestellt haben, natürlich kaum bis gar nicht umgesetzt werden können, von uns zumindest, mit unserer eigenen Nichtmehrheit. Wir sind natürlich eine Minderheit. Wir haben auch das Beispiel gehört anhand dieser Videokameras, dass es durchaus natürlich gehört wird, wenn wir was sagen, dass man das auch versucht, dann natürlich als sein eigenes Projekt zu verkaufen, liegt in der Natur der Sache. Was aber auch noch ein weiterer Punkt ist und das auch ein wichtiger Punkt der Opposition ist, das ist natürlich die Kritik an den Vorhaben der Koalition von SPD und CDU. Und das ist eigentlich auch unsere zweite feste Säule, wenn ich so ausdrücken möchte, neben der parlamentarischen Arbeit über Anträge, natürlich zu hinterfragen, inwieweit Projekte, die durch die Landesregierung angeschoben wird, auch möglicherweise, die vielleicht nicht so hilfreich und förderlich sind für das Land. Und wir erinnern uns vielleicht noch an den Wahlkampf. Die CDU ist ihrerzeit mit einem Vorschlag in den Wahlkampf gegangen, der insbesondere natürlich unsere Region hier in Vorpommern stützen sollte. Das war die Einführung eines Staatssekretärs für Vorpommern. Man hat das tatsächlich auch mit an den Koalitionstisch genommen und die SPD hat sich diesen Staatssekretär dann auch geschnappt, hat das für sich vereinnahmt. Sie werden es wahrscheinlich hier noch am nächsten kennen. Wir sind ja in Ueckermünde, das ist der Wahlkreis von Patrick Dahlemann, der mittlerweile zu diesem Staatssekretär erhoben wurde. Wir wissen nicht, es ist leider damals bei Stefan Reuken, als er hier kandidierte, ich glaube an 200 Stimmen gescheitert. Sonst wäre auch dieser Wahlkreis blau gewesen. Ist bedauerlich, können wir nicht ändern. Aber die SPD hat natürlich hier den Braten gerochen, gedacht, hier kriegen sie endlich mal einen Fuß in Vorpommern rein und haben jetzt Herrn Dahlemann hier als Blumenstraußüberbringer eingesetzt. Nicht ohne auch einen Apparat dahinter zu setzen. Man hat auch einen stellvertretenden Staatssekretär berufen, das ist Bernd Schubert, der seinen Wahlkreis in Anklam verloren hat und seitdem arbeitslos ist. Jetzt ist er zufällig der Stellvertreter von Herrn Dahlemann geworden, verdient im Übrigen tatsächlich etwas besser als vorher, aber das nur am Rande. Zu dem ganzen Apparat kommt dann natürlich auch noch eine kleine Verwaltungseinheit, die Herr Dahlemann sich dort zusammenstellt, also Sekretärin, Sachbearbeiter und so weiter. Also ein Kostenpunkt, der uns jedes Jahr ungefähr 700.000 Euro kostet im Moment. Ja, und das als Repräsentanz der Landesregierung hier in Vorpommern ist uns doch ein wenig hochgegriffen. Das Geld könnte man tatsächlich direkt ins Land investieren, hätte da wesentlich mehr von, ohne sich quasi noch eine Reputation zu kaufen.
ohne hier eigene Projekte hochzuloben. Das ist tatsächlich der Jahresbetrag. Danke. Ich komme gleich nochmal auch drauf zurück. Es ist ja nicht nur so, dass dann hier eine Person rumrennt und Fördergeldbescheide überbringt. Herr Dahlemann hat mittlerweile auch einen eigenen Reptilienfonds bekommen. Ich weiß nicht, wer den Begriff kennt. Das ist ein Begriff, den hat Bismarck mal, nicht geprägt, aber er hat das Prinzip erfunden. Das war noch in den 1866ern, ich glaube 69, nach einem Krieg, hat man dort die Kasse, ich glaube Hannovers, konfisziert und hat das Geld abgezweigt am Reichstag vorbei und hat es genutzt, um Presse zu bestechen, Propaganda zu machen und wirklich schon den ersten Informationskrieg hervorzuheben. Ja, selbst die Bundesregierung hatte das in ihren ersten Legislaturen gehabt. Das war sogar ein Haushaltstitel im Bundestag. Ich habe mir das mal rausgesucht. Das stand offiziell, stand dort Förderung des Informationswesens. Das war auch eine Zeit lang, wenn mir der ganz kurze Exkurs erlaubt sei. Das war bis in die 1960er hinein, durfte das die Opposition gar nicht hinterfragen, was aus diesem Posten alles bedient wird. Da hatte einzig und allein der Bundesrechnungshof Einsicht. Und das ist eigentlich in einer parlamentarischen Demokratie völlig ungewöhnlich, weil eben die Opposition die Regierung kritisieren darf und muss und natürlich auch entsprechend in alle, ich sag mal, Kontobewegungen, wenn wir es so einfach sagen wollen, Einblick haben soll, um zu wissen, was wird mit dem Steuergeld, was die Bürger erarbeiten, gemacht. Und dieser Reptilienfonds, der jetzt eben Herrn Dahlemann zur Verfügung steht, ist in diesem Jahr festgelegt worden auf 2 Millionen Euro. Wir sind noch in den Haushaltsverhandlungen wahrscheinlich auch auf 3 Millionen anwachsen, noch in den nächsten Jahren. Wie das Geld allerdings nun zu den Bürgern kommt, ist doch etwas dubios. Wir haben uns Anfang des Jahres im Finanzausschuss dazu unterhalten, ob Herr Dahlemann das Geld bekommt. Nun gut, die Mehrheit aus SPD und CDU hat es natürlich durchgedrückt gegen unsere Stimmen. Aber interessant war dabei, mal zu hinterfragen bei Herrn Dahlemann, wie er denn die möglichen Empfänger dieser Steuergelder auswählt. Ob er das nach seinem Gutdünken macht, ob er sich mit Herrn Schubert, seinem Stellvertreter, abspricht. Und er sagt nein, er bespricht das mit seinem ganzen Büro und es wird dann entschieden. Das war uns in dem Moment noch nicht genug Aussage und wir fragten dann tatsächlich nach, gibt es irgendwie ein Abstimmungsprozedere oder wird das mehrheitlich entschieden? Darauf hat er auch wieder ausweichend gesagt, nein, es wird besprochen und dann verteilt. Das heißt, wenn Herr Dahlemann meint, das Projekt ist besonders förderungsbedürftig, hat er im Endeffekt das Bestimmrecht zu sagen, ja, das fördern wir und das nicht. Und da kann ihn keiner hinterfragen. Solange die Voraussetzungen, es gibt ein paar Förderungsvoraussetzungen, erfüllt sind, kann er verteilen, wie er möchte. Und wenn er verteilt, dann ist auch die Höhe kaum begrenzt, aber selbst das muss man ein bisschen hinterfragen, gerade weil ich gerade noch mal die Kosten dazu benannt hatte. Wir haben also diese 2 Millionen, die verteilt werden dürften. Dazu haben wir 700.000 Euro, die uns allein dieses Propaganda-Institut kostet. Und das heißt, wenn Herrn Dahlemann irgendwo aufs Land, ist ja wunderbar, wenn er einen Sportverein fördert, 10.000 Euro hingibt, dann gibt er nicht nur 10.000 Euro hin, sondern eigentlich, weil ja noch Kosten für ihn selbst anfallen, gibt er einen Betrag von 13.000 Euro. Zumindest einen Betrag, der dem Steuerzahler 13.000 Euro kostet. Der Verein aber im Endeffekt durch die Durchlaufkosten nur 10.000 bekommt. Also hier könnte man zum Beispiel schon eine Effektivitätssteigerung machen, indem man diesen Vorpommern-Sekretär weglässt und das einfach klassisch, wie das ist, über das Amt, man kann entsprechend den Förderantrag stellen, der wird dann anstandslos auch genehmigt und dann hat man vielleicht nur noch Bearbeitungskosten von 200 Euro. Somit ist dem Steuerzahler geholfen, man hat eine Entlastung, man kann vielleicht 3.000 Euro, hätte man sogar noch übrig, könnte man irgendwo anders investieren, aber man leistet sich halt dieses Institut eines parlamentarischen Staatssekretärs für Vorpommern auf Kosten der Bürger und das ist ein Punkt, den wir sehr stark und sehr laut auch kritisieren und weiterhin kritisieren werden.
Also um das nochmal ganz deutlich zu machen, es geht uns in unserer Kritik nicht darum, Herrn Dahlemann als Person zu kritisieren, sondern lediglich dieses Amt des Vorpommern-Staatssekretärs. Um das mal nochmal ganz plastisch in Zahlen auszudrücken, die man sich auf der Zunge zergehen lassen muss. Im Grunde nach ist es so, dass jeder Euro, den Herrn Dahlemann irgendwo ausreicht, auslobt für Förderung, für Finanzspritzen, für Vereine, was ja alles gut, richtig und vor allen Dingen auch wichtig ist, gerade hier in Vorpommern, zahlt letzten Endes der Steuerzahler aber 1,30 Euro. Das ist genau diese Summe, die Herr Hersel gerade ansprach. Wenn er 10.000 Euro irgendwo gibt, kostet das uns letzten Endes 13.000 Euro. Und allein diese Zahl verdeutlicht doch sehr, wie im Grunde sinnlos dieses Institut eines Vorpommern-Staatssekretärs im Grunde ist, weil da, wie gesagt, ein großer Stab dranhängt, eine große Verwaltung dranhängt. Und uns ist natürlich völlig klar, dass wir hier viel mehr Initiativen brauchen, dass wir hier viel mehr den Blick der Landesregierung auch auf den östlichen Teil unseres wunderschönen Bundeslandes lenken müssen. Und da gibt es noch so viele mehrere Beispiele. Das sind ja nicht nur die freiwilligen Feuerwehren und Sportvereine und Kindertagesstätten, sondern das sind ja auch unsere herrlichen Herrenhäuser und Schlösser, die wir haben. Also wenn ich mich da umgucke, allein im mecklenburgischen Landesteil, da ist kaum noch ein Schloss, was nicht renoviert oder saniert wurde, also was nicht in privater Hand ist. Und hier im Osten des Landes, also die Herrenhäuser oder Schlösser, die hier renoviert, saniert worden sind, die sind ausschließlich in privater Hand. Und die eben noch nicht saniert worden sind, ich denke da nur an Ludwigsburg bei Greifswald, das muckert schon seit 20 Jahren vor sich hin, ist droht einzustürzen, es ist regennass, dort überall Stuck und Fäulnis. Und auf diese Probleme muss das Land den Blick werfen und nicht auf einen Vorpommern-Staatssekretär, dessen Aufgabe, so wie Herr Hersel eben hier schon auch angerissen hat, daraus besteht, von Bürgermeister zu Bürgermeister zu fahren, von freiwilliger Feuerwehr zu fahren, einen auf Strahlemann zu machen, das ist nämlich der Spitzname Patrick Strahlemann, und Hände zu schütteln und Dinge zu versprechen, die er sowieso nicht halten kann, sondern eben dahin zu gehen, wo die Probleme sind. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, als direkt gewählter Abgeordneter, der Herr Dahlemann nun schon mal ist, und als Bestandteil der Regierungskoalition, wäre es sowieso seine Aufgabe, zumindest die Bürgermeister in seinem Wahlkreis zu besuchen, dort vorstellig zu werden und nachzufragen, wo sind denn hier die Probleme? Was können wir für euch im Schweriner Landtag tun? Und wie Sie sicherlich wissen, bin ich 16 Jahre lang Polizeibeamter gewesen, bevor ich in den Landtag gewählt worden bin. Deswegen ist ja das Thema innere Sicherheit eine Herzensangelegenheit für mich. Da stecke ich im Thema, da stecke ich im Saft. Zur inneren Sicherheit gehört aber nicht nur die Polizei, sondern eben auch die Feuerwehren und insbesondere auch die freiwilligen Feuerwehren, weil ich finde, dass die freiwilligen Feuerwehren so einen großen Dienst leisten, gerade auf dem Lande. Das ist, also die Freiwilligen Feuerwehr halten ja noch so die Dorfgemeinschaft, die Dorfkultur zusammen, und da spielt es auch gar keine Rolle, in welcher Partei man ist oder in welcher Partei man eben nicht ist. Das ist einfach so die Dorfgemeinschaft, die zusammenhält. Und wir wissen, dass die Freiwilligen Feuerwehren nicht nur finanzielle, sondern in erster Linie personelle Probleme haben. Und daraufhin habe ich mir die Freiheit rausgenommen, über 70 der Freiwilligen Feuerwehren in unserem Landkreis anzuschreiben, derer wir übrigens über 120 haben. Und von den, dreimal dürfen Sie raten, wie viel von den 70 von mir angeschriebenen Feuerwehren auf mein Anschreiben reagiert haben. Also das Anschreiben war sinngemäß dahingehend, dass ich gesagt habe, ich bin der endpolitische Sprecher der AfD-Landtagsfraktion, ich weiß, es brennt bei der Freiwilligen Feuerwehr und ich möchte mich einfach mal mit Ihnen unterhalten. Was kann ich für Sie tun? Was können wir im Landtag als AfD-Fraktion für Sie tun? Wo sehen Sie Änderungsbedarf? Geben Sie mir ein paar Hinweise, geben Sie mir Input, damit wir uns mal an einen Tisch setzen können, uns unterhalten können, wo der Schuh drückt. Von diesen 70 E-Mails, die ich rausgeschickt habe, habe ich genau zwei Antworten bekommen. Zwei. Es war einmal die Berufsfeuerwehr in Greifswald. Das war ein sehr langes und sehr aufschlussreiches Gespräch. Und zum anderen war das eine freiwillige Feuerwehr aus dem näheren Umfeld von Greifswald mit der Frage, und worüber wollen Sie sich mit mir unterhalten? Da kam ich mir so ein bisschen veräppelt vor. Und das fand ich sehr schade. Und das zeigt aber auch, wie sehr doch in der Öffentlichkeit es noch Vorbehalte gibt oder Befindlichkeiten gibt, sich mit jemandem von der AfD an einen Tisch zu setzen. Das finde ich schade, und das ist eben unsere Aufgabe, dass wir das eben ändern, und das schaffen wir nur durch Realpolitik und nicht durch Fundamentalopposition, und das schaffen wir eben. Ich denke, wir sind auf dem richtigen Weg, den wir eingeschlagen haben vor einem Jahr, als wir in den Landtag eingezogen sind, und jetzt heißt es, diesen Weg zu beschreiten,
auch wenn, wie vorhin schon angedeutet, das auf den ersten Blick so scheint, dass unsere Anträge, unsere Initiativen, die wir starten, für den Papierkorb sind. Aber wenn wir beständig auf diesem Weg bleiben, denke ich, dass wir kurz- oder langfristig Erfolge verzeichnen können. Dankeschön. Ich glaube, es wäre ganz sinnvoll, wenn wir jetzt so langsam in die Diskussion einsteigen. Ich schätze mal, wir haben jetzt nur einzelne Beispiele gebracht von dem, was wir im Landtag tun und wie wir dort arbeiten. Aber da sind mit Sicherheit viele Fragen aufgekommen und die hätten wir jetzt auch gerne zur Beantwortung. Vorher sei mir noch erlaubt, Sie einzuladen. Als Abgeordneter ist es so, man hat in Regelmäßigkeit die Möglichkeit, Menschen aus seinem Wahlkreis oder auch aus seinem Umfeld in den Landtag einzuladen. Und wir haben uns jetzt Folgendes überlegt. Wir bespielen das Thema Energie schon seit letztem Jahr ziemlich intensiv. Und im Januar werden wir den nächsten Großangriff starten, was das angeht, und haben dort einige pikante Anträge vorbereitet. Und ich weiß, natürlich gibt es gerade hier in der Region da auch viele Befindlichkeiten, was die Friedländer Wiese angeht und so weiter. Und wir sind da auch ganz bei Ihnen. Und deswegen würden wir Ihnen gerne mal zeigen, wie das so abläuft, wenn wir in Richtung Windenergie uns im Landtag engagieren. Und deswegen würde ich Sie gerne einladen, am 25. Januar nächsten Jahres nach Schwerin ins Schloss. Es ist so, Sie würden dann an der gemeinsamen Anfahrt teilnehmen können. Dann gibt es eine kleine Begrüßung im Schloss und dann geht es auch schon sofort in den Plenarsaal. Da sind Sie dann auf der Besuchertribüne, können die Plenarsitzung mitverfolgen und wir möchten das zeitlich so hinkriegen, dass es dann wirklich der Zeitpunkt ist, wo unser Antrag bezüglich der Windenergie verhandelt wird. Alleine, dass Sie sich mal vorstellen können, wie dort auch mit uns umgegangen wird, wenn wir nach unserer und wahrscheinlich auch nach Ihrer Warte her einen sinnvollen Antrag zur Windenergie stellen. Dazu möchte ich Sie gerne einladen. Ich gebe jetzt eine Liste rum, da kann sich jeder, der Interesse hat, eintragen. Und dann würden wir mit den näheren Informationen, wenn es denn soweit ist, auf Sie zukommen. Das noch vorweg, damit ich das nämlich nicht vergesse, das ist mir sehr wichtig. Und dann, Frau Gerwens, bitte, würde ich sagen, machen Sie den ersten Fragesteller ausfindig. Dazu möchte ich auch noch sagen, nach der Sitzung gibt es dann noch Mittagessen für die Teilnehmer und eine Schlossführung. Ja, na klar. Das ist kostenfrei, selbstverständlich. Anfahrt, Abreise. Alles drum und dran. Frau Gerwens, bevor wir in die Fragerunde gehen, möchte ich kurz die Gelegenheit nutzen, bei der freundlichen Dame dort hinten an der Tür noch ein Bier für mich zu bestellen. Genau, das haben wir auch noch vergessen. Wir wollen nicht unhöflich sein. Wir haben noch einen Kollegen aus unserer Fraktion da, der Herr Abgeordnete, Herr Strohschein aus Pasewalk. Herzlich willkommen auf unserem Bürgerdialog. Also sehr viele Veranstaltungen. Sehr schön, treffen wir uns. Wer traut sich denn, wer hat die erste Frage? Ich komme von Wiese. Also vielleicht, um das nochmal zu sagen, die Fragerunde ist jetzt völlig themenoffen. Sie können alles fragen, was Ihnen zur AfD unter den Nägeln brennt. Es muss jetzt nicht unbedingt zu einer dezidierten parlamentarischen Initiative von uns sein, sondern wir sind da ganz offen und so wie wir es beantworten können, würden wir alles beantworten. Es ist ein weites Feld. Also ich gehe jetzt mal nicht davon aus, dass wir über Innerparteiliches reden, weil wir bauen gerade unsere eigene Jugendorganisation hier im Land auf. Das ist sehr mühsam, aber für die Jugend im Land ist es so, dass wir natürlich versuchen müssen, Anreize zu schaffen, hier zu bleiben. Das ist das, was wir möchten. Dazu haben wir bisher versucht, den ländlichen Raum attraktiver zu gestalten. Das bedeutet vor allem Mobilität. Der ländliche Raum muss deutlich besser angeschlossen werden an den öffentlichen Personennahverkehr, aber auch an den Schienenpersonennahverkehr. Man hat das Gefühl, es stirbt alles so langsam. Die Städte werden kleiner, und dadurch schrumpften auch die Angebote, aus den Dörfern rauszukommen oder wieder dorthin zurückzukommen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil da schon dieser Art, ich nenne das immer Wohlfühlfaktor, nicht mehr gegeben ist. Wenn man sich abgehängt fühlt, wenn man sich
wenn man nicht glaubt, aus seinem Dorf wegzukommen, dann hat man ein Problem. Dazu, zu dieser Mobilität, haben wir mehrere Initiativen gestartet. Einmal geht es dabei, wie gesagt, um einen besseren Anschluss des ÖPNVs. Dann geht es uns darum, die Möglichkeit eines kostenlosen Azubi-Tickets zu schaffen, dass Auszubildende eben die Angebote, die da sind, kostenlos nutzen können. Und das Dritte, was wir versucht haben oder worüber wir im Landtag gesprochen haben, was letztlich auch passiert ist, das ist, dass man mit 15 wieder den normalen Moped-Führerschein machen darf. Es gibt da einen Modellversuch, der lief bisher in Brandenburg, Thüringen und Sachsen und auch unser Bundesland wird sich jetzt daran beteiligen. Das ist zum Beispiel ein Punkt, wo wir sagen, der lässt sich ausbauen. Wenn man im ländlichen Raum ist und man hat ein begleitetes Fahren mit dem Führerschein mit 17, können wir uns zum Beispiel vorstellen, das auszubauen, weil wir sagen, die Leute, die jungen Menschen tragen Verantwortung, die, naja, das rechtfertigt, dass man ihnen vielleicht den Führerschein auch etwas eher zugestehen kann. Grundsätzlich, um die Jugend im ländlichen Raum zu halten, ist das Wichtigste natürlich gute Ausbildungsplätze, gut vergütete Ausbildungsplätze und vor allem eine Perspektive, hier arbeiten und auch leben zu können. Und das ist das Allerwichtigste. Ja, da möchte ich nochmal anschließen, dass also neben diesen ganz konkreten Bemühungen, die Herr Reuken gerade auch aufgezeigt hat, natürlich zu beobachten ist, und das ist schon ein Prozess seit einiger Zeit, seit vielen Jahren. Gerade die CDU sagt ja immer, wir sind die Partei für den ländlichen Raum. Aber wenn ich mich mal so rückblickend erinnere an alle Strukturreformen, die es in den letzten Jahrzehnten hier in Mecklenburg-Vorpommern gegeben hat, sind die immer durch ein CDU-Ressort entschieden worden, also sprich durch ein Ministerium, wo der Minister oder die Ministerin das Parteibuch der CDU hatte. Sei es die Justizreform, sei es die 2-Polizei-Strukturreform seit der Wende und sei es die Kreisgebietsreform. Also das haben wir immer der Regierungskoalition zu verdanken gehabt, also der jetzt aktuellen Regierungskoalition oder nicht immer, aber zum größten Teil. Die 1. Polizeistrukturreform, das Personalentwicklungskonzept ist rot-rot zu verdanken gewesen. Was ich sagen möchte ist, dass also ein Rückzug aus der Fläche geplant und organisiert durch die Landesregierung zu beobachten ist. Das heißt, der ländliche Raum wird immer mehr aufgegeben, es wird immer mehr zentralisiert. Und das hat die AfD schon in ihrem Grundsatzprogramm 2013 zur Bundestagswahl gehabt. Und das haben wir schon 2013, also die AfD hat sich ja im Februar 2013 gegründet, schon in den ersten Landesfachausschüssen. Die Landesfachausschüsse, das sind die Gremien, wo die Wahlprogramme vorbereitet werden und diskutiert werden und besprochen werden. Da haben wir uns schon damals auf die Fahne geschrieben, dass wir also gegen diese Zentralisierung sind. Also gerade die letzte Kreisgebietsreform hier in Ihrem Raum, das ist ja völlig irre. Ne? Sie wohnen hier in Berlin bei Ueckermünde und müssen nach Greifswald fahren, um ihren Führerschein zu beantragen. Oder müssen nach Greifswald fahren, weil sie sich ummelden müssen. Oder müssen nach Greifswald fahren, weil sie irgendwelche Amtsgerichtsentscheidungen haben. Und so, und also das ist völlig irre. Und das ist eine Sache, an der wir arbeiten. Natürlich kostet es immer Geld. Und das ist auch eine Frage, die uns oft gestellt wird. Eure Vorstellungen, eure Wünsche, eure Programme, eure Programmpunkte, die kosten ja alle so viel Geld. Wo wollt ihr denn das Geld hernehmen? Da kann ich Ihnen nur sagen, das Geld ist da. Es wird halt nur an den falschen Stellen ausgegeben. Oder zum Teil wird das Geld benutzt, um den eigenen Haushalt zu konsolidieren und Schulden abzubauen. Auch das ist wichtig, gar keine Frage. Jeder Kaufmann, wenn man mal Politik als kaufmännisches Unternehmen betrachtet, ist natürlich darauf bedacht, seine Investitionen, die er geleistet hat, irgendwann auch mal wieder zurückzuholen und den Schuldenberg runterzufahren, weil sonst ja Zinsen anstehen. Aber gerade in Zeiten der Niedrigzinspolitik, die wir derzeit haben, wäre es nach meinem Dafürhalten sogar intelligenter, noch mehr Schulden zu haben, um dem entgegenzuwirken. Also was wir für die Jugend konkret machen können, ist, dass wir von dieser Dezentralisierung weggehen, dass wir uns mehr für den Sport wieder einsetzen. Ich will nicht so weit gehen, dass wir ein eigenes Sportministerium brauchen. Das ist da, wo es jetzt ist, im Grunde ganz gut angegliedert. Mehr Unterstützung für die Vereine. Und man kann immer schlecht konkret sagen, wir müssen das und das und das machen. Das sind so viele kleine Zahnrädchen in der Maschinerie, die wirken müssen. Und dazu gehört aber auch zum Beispiel der Bürokratieabbau. Viele Vereine, Sportvereine oder Jugendvereine, Tanzvereine, was auch immer, die brechen schon zusammen, wenn sie einfach nur einen Fördermittelantrag stellen wollen.
Und da sind wir am Arbeiten daran, dass es eben viel einfacher wird, dass dann halt so ein Sportvereinsvorsitzender zu seiner Kommune hingeht und sagt, pass auf, ich brauche die Förderung, du hast hier einen Mitarbeiterstab, schreib mir doch den Fördermittelantrag. Und dann, dass es eben nicht alles mit 28 Seiten gewälzt werden muss und noch geguckt werden muss, was ist hier rechtlich falsch, was ist rechtlich nicht falsch. Und das ist eins der großen Punkte der AfD, diesen Bürokratieabbau. Und das sind also viele Dinge, die dann letzten Endes dazu führen, dass man eben sagen kann, das sind das, was wir für unsere Jugend machen wollen. Ich bin schon 50 Jahre hier in Neckarmünde. Also ich kenne Usedom und ich mache mir Sorgen um Deutschland allgemein, ist klar. Das machen wir uns auch übrigens. Ja, das muss man auch. Wer jetzt konkret? Diese Kalle der Brücke, ja, da habe ich viele Parteien und viele Institutionen schon angesprochen. Wir haben auch ein Museum aus Neckarmünde. Wir haben auch eine in Dagen, auch eine Modell, ja, in Dagen. Und jetzt ist das abgegeben worden an das Land, sich darum zu kümmern, habe ich so vernommen in der Zeitung. Und das ist schon erworben, wenn ihr euch darum kümmern würdet. Also wir haben das interessanterweise diese Woche im Ausschuss besprochen, dieses Thema. Ich suche Partner. Ich meine, ihr wollt alle Alternativen für Deutschland schaffen. Ja, ich wollte Ihnen nur mal erklären, was der Energieminister und Verkehrsminister uns dazu überhaupt gesagt hat, in aller Kürze. Die Brücke spielt in den jetzigen Überlegungen keine Rolle. Es wird nur Richtung Tunnel geplant. Also eine Brücke spielt keine Rolle. Der Unterschied zwischen Tunnel und Brücke für die Verkehrsbelastung, der ist mir allerdings auch nicht so ganz ersichtlich. Vielleicht könnten Sie uns auch noch mal sagen, was Sie glauben, was die Vorteile einer Brücke gegenüber dem Tunnel wären. Das wäre für uns sehr interessant. Transportweges, Duguro, Eisenbahn und darüber. Da gibt es, es gibt ja gewisse Vorstellungen gibt es. Aber jetzt werden sie langsam wach, weil ja die Gefahr besteht, wenn der Tunnel fertig ist, beim Polen, ja, dann besteht die Gefahr, dass der Transport zu groß wird. Doch, wir haben Ihre Frage verstanden. Das Problem ist, dass also die Schienenführung, das ist alles Bundessache. Das unterliegt alles dem Bundesverkehrswegeplan. Und ja, genau. Man kann das Land nicht dafür verantwortlich machen, weil es trotzdem dem Bundesverkehrswegeplan unterliegt, diese ganze. Und das gehört nach wie vor an den Bundesverkehrswegeplan. Wir haben aber auch seit dem 24. September diesen Jahres eine Bundestagsfraktion, bestehend aus 92 Abgeordneten, und die haben das auf jeden Fall auf dem Radar, und das sind also auch Dinge, die in der Bundestagsfraktion besprochen werden. Nicht heute, nicht morgen, aber das sind auf jeden Fall Dinge, die wir auf unserer Agenda haben. Dann kommt dann noch ein zweites Problem da hinzu. Dass also mittlerweile die Deutsche Bahn ja ein rein privatrechtliches Unternehmen ist. Und als AfD sind wir natürlich ebenso wirtschaftsliberal wie möglicherweise andere Parteien, die sich also auch dagegen aussprechen, zu sehr den politischen Knebel an privatwirtschaftliche Unternehmen anzusetzen. Und das heißt, wir können also die Deutsche Bahn nicht zwingen, jetzt da wieder Gleise zu legen. Grundsätzlich muss ich Ihnen sagen, bin ich ein absoluter Befürworter der Wiederbelebung dieser Bahnstrecke Berlin-Stettin, Berlin-Swinemünde über diese Kaniner Brücke, weil das nämlich schon damals wunderbar funktioniert hat und auch absolut den Straßenverkehr, also den Verkehr von der Straße entlasten würde, weil wenn man es mal ganz genau betrachtet, ist Usedom, da ist es 5 vor 12, was den Verkehrskollaps betrifft. Ne? Und das sind natürlich Dinge, die man da im Auge behalten müsste. Und die Situation wird sich durch diesen Swinetunnel noch ungleich verschärfen, gar keine Frage. War die Antwort halbwegs befriedigend für Sie? Ja, wenn ich
dann wieder mal nachfragen. Das können Sie gerne tun. Ich möchte Ihnen da auch noch zwei Sachen zu sagen. Also nochmal, damit es keine Missverständnisse gibt. Uns wurde im Ausschuss von unserem Energieminister klipp und klar gesagt, solange die, auch von polnischer Seite gerade, die Tunnelvariante bevorzugt wird, wird es keinen Schienenverkehr geben. Im Tunnel nicht und auch nicht über die Brücke. Ja, was gesagt wird, aber was gemacht wird und was gedacht wird, das ist ein Unterschied. Ja. Die Swinerunter-Tunnelung und die Kanniner Brücke, das hat doch jetzt miteinander nichts zu tun. Doch, das hat miteinander zu tun. Ja. Da kümmern sich schon die Berliner drum, weil das sind die, die wollen ja hierher. Und fahren die denn dann über Stettin und den Das ist das, was das Verkehrsministerium denkt, dass die über Polen nach nach Usedom fahren. Aber das ist uns tatsächlich am Dienstag so erzählt worden. Es war Mittwoch, ja. Ja, ich kenne ja die Gegebenheiten da. Wir sind ja da erstmal kürzlich den Weg von Anklam-Kamp bis Rosenhagen gefahren. Das ist ja, die ganze Fläche ist ja jetzt im Moment sogar noch wieder vernässt. Und das Problem ist natürlich, wenn Sie da eine Hängebrücke rüberbauen, die wird natürlich teurer, als wenn Sie wieder eine Hubbrücke bauen. Die Hubbrücke war meines Erachtens die wirtschaftlichste Variante, die man da gebaut hat. Und folgedessen würde ich so etwas auch befürworten. Der Bahndamm ist ja immer noch vorhanden. Sicherlich muss da etwas dran gemacht werden an den Unterbau. Und sicherheitshalber müssten wahrscheinlich auch ein paar Probebohrungen gemacht werden. Wie ist der Untergrund, weil er jetzt wieder vernässt wurde. Sonst haben wir nachher das gleiche Problem wie an der Autobahnbrücke. Dann bricht nachher alles zusammen. Also auf alle Fälle, man könnte ja auch eine Straße bauen, aber das wäre ja noch problematischer. Denn wenn Sie da eine Straße rüberbauen, dann kriegen Sie noch mehr Verkehr auf die Bundesstraße wieder rauf. Und das würde die auf Dauer nicht hergeben. Deswegen wäre ich auch dafür, dass wieder ein Gleis gelegt wird. Und das Gleis muss ja dann auch die Anbindung haben auf der Insel Usedom bis zu dem Gleis, was am Strand unmittelbar lang geht, also von Norden der Insel bis runter, oder besser gesagt von Wolgast bis runter nach Swinemünde. An dieses Gleis muss das angebunden werden. Wenn die nämlich von Berlin hochkommen würden, dann wollen die ja auch einen bestimmten Punkt auf Usedom anlaufen. Aber auf alle Fälle ist es schon richtig, wie es hier gesagt wurde, unsere Fraktion muss in Berlin darauf dringen, dass es erstmal im Verkehrswegeplan aufgenommen wird. Und wenn es da drin ist, dann geht der Kampf weiter. Wann ist es dann dran? Nicht, dass es dann 20 Jahre nach hinten geschoben wird. Denn es ist im Verkehrswegeplan für unsere Generation auch null und nichtig. Jetzt ist er raus. Ja, jetzt ist rausgenommen worden. Vorher haben wir oben hergeeiert. Ja. Ich habe es verfolgt, alles. Egal, wer das war. Tja. Was ich Ihnen aber auch empfehlen kann, ist, wir werden natürlich heute Abend hier keine konkrete Lösung finden können. Aber was ich Ihnen empfehlen kann, ist, dass Sie sich einfach entweder auf elektronischem Wege, sprich über die Facebook-Seite der Bundestagsfraktion oder an eine E-Mail-Adresse der Bundestagsfraktion wenden. Und dann können Sie einfach dort mal eine E-Mail hinschreiben oder auch ganz normal auf altmodischem Wege mit ich habe vorgestern gerade wieder einen Brief gekriegt, fand ich total schön, einen handschriftlichen Brief mit Unterschrift und so. Also können Sie also auch auf dem altmodischen Wege einen Brief an die AfD-Bundestagsfraktion schreiben und mit Ihrem Anliegen. Und da kann ich Ihnen versprechen, dass man sich Ihres Problems annimmt und sich kümmern wird. Wie bitte? Bin ich der Einzige, der sich darum kümmert? Nee, ich denke nicht, aber da sind Ihnen ja natürlich viele Möglichkeiten offen. Es gibt die Möglichkeit, eine Bürgerinitiative zu gründen. Also man braucht ja immer Gehör. Ne? Das ist ja das große Problem. Man muss gehört werden. Und
man wird nur gehört, wenn man von sich reden macht, wenn man laut wird, wenn man spricht, wenn man Initiativen gründet oder, wie ich Ihnen gerade Ihnen auch gesagt habe, schreiben Sie der Bundestagsfraktion eine E-Mail mit Ihren Beschwerden, mit Ihren Bitten, dass man sich darum kümmern möge. Und im Übrigen gibt es auch die Möglichkeit, weil ich ja nun auch Mitglied im Petitionsausschuss bin, sich in Form einer Petition an den Petitionsausschuss des Bundestages oder an den Petitionsausschuss des Landtages zu wenden mit Ihren Sorgen, Nöten, die Sie da haben. Und da wird man sich auch nicht nur von der AfD-Seite aus, sondern seitens aller Parteien in diesem Petitionsausschuss mit Ihrem Anliegen befassen. Was gedenken Sie denn eigentlich für den Stundenausfall an den Schulen für Initiativen einzubringen? Es mangelt an Lehrern, Stunden fallen aus, das ist eine sehr zentrale Bildungsfrage, das wissen Sie überall in der Diskussion. Ich habe jetzt, ist mir vielleicht entgangen, von Ihnen, der AfD, noch keine Position dazu gehört. Vielleicht können Sie dazu mal was sagen, da reicht noch eine zweite Frage, die stelle ich später. Okay, zum Thema Bildung. Das ist relativ schnell erklärt. Wir als Fraktion im Landtag waren erstmal vor allem darum bemüht, konkrete Zahlen zu bekommen. Was gibt es für einen Stundenausfall? Wie viele Lehrer werden überhaupt benötigt? Das haben wir über kleine Anfragen versucht und die Landesregierung hat dort zögerlich, aber sie haben mittlerweile geantwortet. Sie haben es eigentlich in Ihrer Frage schon selber gesagt. Die Lösung kann nur sein, dass man mehr Lehrer hat, mehr Lehrer einstellt, Lehrer wieder verbeamtet, das wäre ganz wichtig, um den Anreiz zu schaffen, überhaupt hier zu bleiben. Und die Lehrer, die da sind, müssen entlastet werden. Lehrer werden mittlerweile gezwungen, egal aus, selbst wenn es Lehrer für Mathematik und Physik sind, auf Fortbildung zu gehen, wo man ihnen beibringt, Deutsch als Fremdsprache zu unterrichten. Dadurch gibt es mehr und mehr Stundenausfall. Die Lehrer werden auf unsinnige Fortbildung gejagt, obwohl sie eh schon zu wenige sind. Und dadurch summiert sich das nochmal auf. Was die einzige Lösung sein kann, ist, mehr Geld bereitzustellen, damit es mehr Lehrer gibt, die Lehrer sinnvoller einzusetzen und vor allem diesen ganzen Unfug mit der Inklusion sein zu lassen. Also mit Aufkommen der AfD wir unzählige Nichtwähler an die Wahlurnen geholt haben, weil eben diese Verdrossenheit, diese Politikverdrossenheit, so wie das immer genannt wird, eben nach meinem Dafürhalten daher rührt, dass die Menschen gesagt haben, das spielt für mich keine Rolle, ich im Übrigen auch. Es spielt für mich keine Rolle, ob ich CDU, SPD, Grüne oder FDP oder auch die Linkspartei wähle, weil es ist eine Einheitssoße. Es sind die Blockflöten, die alle im Grunde dasselbe machen, nur mit anderen Vorzeichen. Und da gab es dann für mich die Alternative. Um ganz konkret auf Ihr Bild für Deutschland zu kommen, Ihre Frage, was zeichnen wir für ein Bild für Deutschland, da kann ich Ihnen zum Beispiel ganz konkret darauf antworten, dass nach unserem Dafürhalten die Aussage eines ehemaligen Bundespräsidenten, dass der Islam zu Deutschland gehöre, eben nicht so ist. Das heißt nicht, dass wir andere Kulturen, andere Religionen nicht respektieren. Aber es ist nun ein völlig fremder Kulturkreis, ein völlig fremder Glaubenskreis. Und da ist es völlig falsch zu sagen, dass dieser fremde Kulturkreis zu Deutschland gehört. Und das hat nichts mit Ausländerfeindlichkeit zu tun. Also ich persönlich bin ja selber auch kein Urdeutscher, kein sogenannter Bio-Deutscher mit zwei deutschen Großeltern oder vier deutschen Großeltern. Also meine Mutter ist gebürtige Litauerin. Also ich bin auch nur Deutscher, weil ich in Deutschland geboren wurde. Aber das ist, wie gesagt, der Islam gehört nicht zu Deutschland. Das ist das eine. Und uns wird ja auch immer vorgeworfen, wir seien so eine Ein-Themen-Partei. Damals war das der Euro, jetzt ist es die Migrationswelle. Aber man muss die Dinge auch klar benennen und auch klar benennen dürfen und klar benennen müssen. Man darf nicht die Augen davor verschließen. Und man muss auch eindeutig mal feststellen, Frau Merkel hat auf dem Höhepunkt der Flüchtlingskrise 2015 einfach deutsches Recht gebrochen.
die Kanzlerin, die wichtigste Frau in diesem Land, hat deutsches Recht gebrochen. Und das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Und souverän bedeutet auch, dass man unabhängig ist, nicht der Staat im Staate. Und die Bundesrepublik Deutschland ist in diesem Europa, in diesem System Europa, in dem wir uns jetzt befinden, eben nicht unabhängig. Uns wird vorgeschrieben, wie der Krossheitsgrad von Pommes frites zu sein hat. Uns wird vorgeschrieben, wie viel Watt ein Staubsauger zu haben hat. Uns wird vorgeschrieben, dass wir Energiesparlampen haben sollen. Uns wird vorgeschrieben, welchen Krümmungsgrad eine Gurke haben soll. Und das ist doch völlig irre. Das ist also diese Idee von einem großen Einheitsstaat, um als Widerlager für Amerika oder für Russland zu sein, funktioniert einfach nicht. Dafür sind wir kulturell mit diesen 28 Staaten, die wir sind, einfach viel zu unterschiedlich. Und nicht nur kulturell, sondern eben auch von der Einstellung her, von der Arbeitseinstellung. Und wenn ich das von Europa auf MV runterbreche, also Sie merken schon, ich bin schon Verfechter von Souveränität. Also das auch mit dieser kommunalen Selbstverwaltung. Und genauso ist es auch, dass nach meinem Dafürhalten sich der Bund zu sehr auch in die Geschicke eines Landes einmischt. Hier und da ist es ganz wichtig. Sie hatten ja vorhin die Frage nach der Bildung gestellt. Also ich denke schon, dass wir eher auch ein bundeseinheitliches Bildungssystem benötigen, so wie zu DDR-Zeiten. Nicht diese verschiedenen Länderpunkte. Und auch da denke ich, dass wir nicht als AfD, sondern wir als Bundesregierung jetzt oder als Bund auf dem richtigen Wege sind. Weil wie kann das sein, dass in Bayern das Abitur von Mecklenburg-Vorpommern ausgelacht wird? Ne? Das sind, also wir drehen uns immer wieder im Kreis. Sie sehen, das sind vielschichtige Probleme. Und ich bin dankbar für die nächste Frage. Nein, bevor es die nächste Frage gibt, eine Sache möchte ich dazu noch sagen, weil das ein gutes Beispiel ist, wo man in wenigen Sätzen sagen kann, wie wir uns das konkret vorstellen. Das ist nämlich Entscheidungsfindung in Deutschland. Die wollen wir tatsächlich stark verändern. Wir möchten keine parlamentarische Demokratie, wie wir sie jetzt haben, in der wir Parteien wählen, die sämtliche, alle Entscheidungen für uns treffen. Wir möchten Volksentscheide auf Bundesebene, das ist uns ganz wichtig. Wir möchten eine Demokratie nach Schweizer Vorbild. Wir möchten, dass wichtige Entscheidungen, die uns alle für den Rest unseres Lebens betreffen, wie zum Beispiel, wollten wir dem Euro beitreten, das entscheiden Leute für uns, ohne dass das Volk tatsächlich gefragt wird. Und das sind Dinge, wo man schnell große Veränderungen erzielen könnte, wenn man solche Abstimmungen zulassen könnte. Es ist ja nicht nur der Euro. Man könnte genauso gut über die Migrations- und Flüchtlingskrise, über die Zuwanderung nach Deutschland, hätte man einfach mal das Volk befragen können. Möchtet ihr so und so viele Millionen Migranten aus einer fremden Kultur bei euch aufnehmen? Oder möchtet ihr es nicht? Und auch ein Volk wie Deutschland hat das Recht zu sagen, nein, wir möchten das nicht. Wenn die Volksabstimmung anders ausgeht, dann haben sich Politiker dran zu halten. Aber das ist was, wo man konkret sagen kann, so möchten wir verändern, durch Volksentscheid auf Bundesebene, durch Demokratie, wie gesagt, nach Schweizer Vorbild. Ich bin einer der unzähligen Nichtwähler, aber Freund der AfD und habe von Anfang an meine Stimme an der AfD gegeben. Das ist ein Thema, denke ich, was jetzt mein Nachbar angesprochen hat. Wie soll Deutschland nach AfD-Vorstellung aussehen, was jetzt alle betrifft? Und mir war es vergönnt, in 2008 in Berlin mitzuhelfen, ehrenamtlich bei der Erstellung einer Fernsehsendung mit der Überschrift Diktatur Europa? Wir haben das analysiert, was da geschah, und haben dann festgestellt, dass im Dezember 2008 der Lissabonner Vertrag durchgewunken worden ist. Und was ihr jetzt macht, ihr wartet den Erfolg aus der Sache. Es ist so, dass, wenn wir noch einen Punkt nehmen aus dem Lissabon-Vertrag, nämlich das Kompetenzgesetz. Also Europa ist ermächtigt, sich selber Kompetenzen zuzufügen und zu erhöhen, aber auch welche abzugeben. Und wer macht das schon? Und es ist kein weiteres Volk gefragt worden, obwohl wir damals die Betreibenden dieser Fernsehsendung animiert haben, aufgerufen haben: Kommt Menschen, wir wollen fordern, dass wir unser Volk fragen, dass wir eine Volksabstimmung zu Europa machen. Sonst löst sich Deutschland in Europa auf wie ein Stück Zucker im Kaffee. Das ist nicht von mir das Zitat, das will ich jetzt nur mal kurz erwähnen. Es ist uns nicht gelungen, die Menschen, es ist nicht zu einem Aufschrei gekommen. Der Lissabon-Vertrag, der ja unter maßgeblicher Führung von den Franzosen Mitterrand entstanden ist, und jetzt Macron, ist auch kein Zufall, die Reden, die gehören. Wir können nicht erwarten, dass eine Regierung eine Volksentscheidung herbeiführen möchte, die schon selber weiß, was sie will, die ein Ziel hat, eine Agenda hat und die das einfach durchzieht.
Und ich möchte ganz kurz erwähnen, dass Frau Merkel im Dezember 2015 gesagt hat, gegenüber Parteifreunden, das kann man nachlesen im Internet, um Himmels Willen nur nicht wieder zurückverfallen in die Nationalstaaterei. Was bedeutet das? Da ist ein ganzes Programm, was da drin zum Ausdruck kommt. Und das ist, was gegen die Herzen der Bürger geht, das ist die Vergewaltigung der Herzensgefühle der Bürger, die sich sehnen nach einem Heimatland, wo sie selbst die Verantwortung drinnen tragen und ihre Familien glücklich drinnen aufwachsen können. Und dafür steht die ARD, dafür steht die AfD. Das ist das, was ich bis jetzt bemerke, auch in der Zusammenarbeit mit euch, wofür ich wirklich dankbar bin. Das ist die einzige Alternative, die wir haben, nämlich die Souveränität unseres Heimatlandes zu bewahren. Und da ist diese reale Arbeit, die ihr tut, jeder Schritt, alles, was ihr macht, in der richtigen Richtung. Und jetzt müssen wir uns was überlegen, nämlich eine Strategie, wo wir alle vereinen, das ganze Volk vereinen, und das ist meine Bitte an die AfD, dass sie eine Strategie entwickelt, dass wir alle auf die Menschen zugehen und sagen, wir haben ein Ziel, ein Ziel, Souveränität Deutschlands. Alles, was wir machen, dient dem. Wir wissen natürlich, dass man parlamentarisch fit sein muss, dass man demokratisch fit sein muss. Wir wissen, dass man von der Führungspolitischen Seite die Dinge in der Hand haben muss und auch einzeln die verwaltungsrechtlichen Dinge beherrscht und so weiter. Aber wenn wir das nicht tun, reiten wir den Tod und dann gehen wir in die Titanic. Das kann man anders dazu. Ja, richtig. Darf ich nochmal reagieren? Ganz kurz. Also über die Frage Politikerverdrossenheit oder Politikverdrossenheit, da würde ich Ihnen empfehlen, nochmal nachzudenken. Das hängt mit dem Begriff der Unzufriedenheit der Bürger zusammen und die Unzufriedenheit der Bürger hat Ihnen den Zuwachs bei den Wahlen beschert. Daran glaube ich, darüber sind wir uns, glaube ich, ziemlich einig. Das Zweite nochmal, hat mein Nachbar hier angesprochen, wobei wir uns nicht abgestimmt haben. Die Bevölkerung möchte natürlich wissen, wohin marschiert nach ihren Vorstellungen Deutschland. Das ist eine ganz wichtige Frage, was Sie in der Mitte gesagt haben zu zwei oder drei konkreten Punkten. Das sind konkrete Antworten, die man mit rausnehmen kann und wo man drüber nachdenken kann. Aber das reicht natürlich nicht aus. Die Bevölkerung möchte gern wissen, unter den gegebenen europäischen Bedingungen, weltpolitischen Bedingungen, wie soll Deutschland in 10 oder 20 Jahren aussehen? Vor allem die jüngeren Menschen, nicht die Menschen, die wie ich graue Haare haben, sondern die Jüngeren wollen das wissen. Und ich denke schon, dass sie darauf mehr Antworten geben müssen, als das in der Schnelle jetzt, das will ich mal hier möglich ist. Danke. Ich würde mich da auch noch auf Ihren Vorredner kurz beziehen, weil er hat es so schön angesprochen. Unsere Befürchtung ist ja, dass die Bundesrepublik Deutschland in einem europäischen Superstaat aufgibt. Wir geben immer mehr Kompetenzen nach Brüssel, ohne jemals in Aussicht gestellt zu bekommen, die wieder zu bekommen. Oder ne, das geht los mit einem europäischen Finanzministerium, was es geben soll, einem europäischen Gesamthaushalt. Und es ist so, auch der Begriff ist schon gefallen, dass das Europa der Nationalstaaten oder das Europa der Vaterländer, das ist, was wir gerne hätten. Dass wir souveräne Nationalstaaten haben in einer europäischen Gemeinschaft, na klar, aber die ganz klar souverän sind, die nicht unterworfen sind einer europäischen Superbehörde, die über ihre Köpfe hinweg entscheiden kann. Und das ist genau das, auch das hat Ihr Vorredner eigentlich gesagt, was eben die Spitzenpolitiker in Europa nicht wollen. Sie gehen genau in die andere Richtung. Kompetenzen werden Stück für Stück abgegeben und das ist ja auch, wo unser Aufschrei immer liegt, dass wir eben unsere eigenen Gestaltungsmöglichkeiten immer weiter verringern. Ziehen die Macht an sich. Ja. Wie eine Krake ist es gewaltig. Das müssen wir stoppen. Mit aller Kraft. Wir müssen das mit aller Kraft stoppen. Und meine Hoffnung ist, dass die AfD das ganze Volk, alle, die noch einen klaren Verstand haben, nachdenken und die Zukunft sehen möchten für ihre Kinder, gewinnt das nächsten Wahlen zum Bundestag, dass wir eindeutig über 50% kommen. Das ist mein Herz. Das ist mein Wunsch. Ich bin Opa. Ich habe nicht mehr viel Zeit zu verlieren. Ja. Aber ich sehe aber auch, dass die Ideologie, die vorherrscht, ja, dass der Mainstream vorherrscht, die Kinder, meine Kinder, stark beeinflusst haben. Die haben, schaut mal, die verdienen unheimlich gutes Geld, die haben ein schönes Auskommen, die Enkelkinder, feinstes, alles geht wunderbar. Es sieht sehr, sehr, sehr gut aus.
Nur die entscheidende Frage ist, wenn wir unsere Identifikation, Identität aufgeben, unsere Nationalität verlassen und wollen etwas Großsumarisches tun, dann haben wir es entweder das große Römische Reich oder wir haben die große Union der sozialistischen europäischen Republiken. Was auch immer, es funktioniert nicht, wenn das Volk übergangen wird. Das geht nicht. Sofort. Eine Sache ist mir noch wichtig, weil eben die Frage aufkam bei dem Ziel der Souveränität, wie wir einen wollen, wie wir den Großteil der Bevölkerung hinter uns bekommen wollen. Und wenn man das mit einer gewissen Portion Realismus betrachtet, dann können wir nicht sagen, wir gehen mit einer Landtagsfraktion, einer Bundestagsfraktion ständig an die Presse, beschallen das Volk mit unseren Meinungen und hoffen, dass wir damit 50+X überzeugen. Unserer Meinung nach ist der wichtigste Schritt, den wir in die Richtung gehen können, die Kommunalwahl 2019, nämlich in Fraktionsstärke in alle kommunalen Parlamente einzuziehen und dann vor Ort wirklich greifbar zu sein, den Leuten ein Ansprechpartner, auch in den wirklich kleinen Vertretungen zu sein und da wirklich starke und gute Sacharbeit zu machen. Und ich glaube, dass das viel wichtiger ist als das, was die, oder wenigstens gleichwertig ist, als das, was die großen Fraktionen tun können mit ihren Presseabteilungen, dass das genauso wichtig ist und bestimmt noch mehr Mitglieder oder auch Wähler generieren kann als Pressemitteilung am laufenden Band. Ach so, Herr Strohschein wollte noch. Ja, Sie haben es auf den Punkt gebracht. Wir müssen die Leute erklären, wo wir hinwollen und was wir vorhaben. Wir wollen natürlich den deutschen Nationalstaat erhalten, so wie ihn unsere Gründungsväter mal ins Leben gerufen haben. Den haben wir leider nicht mehr. Und dann haben Sie ja auch noch mal von Ihren Kindern angesprochen, denen geht's gut, besser als es früher uns allen mal gegangen ist. Und das versucht die Politik ja zu suggerieren, es geht euch ja so gut, weil wir in Europa sind und weil wir uns, auf Deutsch gesagt, Brüssel untertan machen. So, und das jetzt erstmal den Menschen zu erklären, dass das zwei verschiedene Paar Schuhe sind. Denn es ging uns ja vorher, wo es dieses Europa noch nicht in diesen festen Fugen gab, das ist ja erst in den letzten 20 Jahren so richtig zusammengeschlagen worden, da ging es uns ja auch gut. Im Verhältnis zu anderen Ländern in Europa ging es Deutschland besser, als es heute Deutschland geht. Im Verhältnis immer zu den anderen. Wenn ich nur die Iren sehe, dann das war früher ein armes Volk. Heute sind sie reicher als wir. Wenn ich Frankreich zum Beispiel sehe, hat ja immer mit Deutschland mitgehalten. Aber der französische Bürger hat mehr Geld auf die hohe Kante als wir Deutsche. Und das geht bei vielen anderen Nationen so weiter in Europa. Aber das muss man unsere Leute erstmal erklären. Wir hängen uns irgendwo hinten dran. Und die anderen, die sind ja so clever, wenn ich jetzt Macron höre, was der da alles vorhat, der will an unser Geld ran. Mehr will der gar nicht. Um sein Volk zu befrieden. Darum geht's. Ich möchte nochmal auf Ihren Einwurf eingehen in Bezug auf die Unverdrossenheit. Das ist ja ein bisschen unbeantwortet geblieben. Also ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, ich stelle hier schon einen eklatanten Unterschied fest zu den anderen Parteien. Weil wir drei sitzen heute nicht hier, um Wahlwerbung zu machen für die AfD. Gesundheit. Wir sind hier, um mit Ihnen in den Dialog zu treten, um uns direkt vom Bürger anzuhören, jenseits des Elfenbeinturms in Schwerin oder jenseits des Elfenturms in Berlin oder jenseits des Elfenbeinturms in Brüssel. Wir sind heute hier zu Ihnen gekommen, um mit Ihnen in den Dialog zu treten, um eben genau solche Gespräche, wie wir sie jetzt führen, mit Ihnen zu führen, um zu hören, wo sitzt dem Souverän
dem Wähler oder dem Nichtwähler, wo drückt da der Schuh, wo sitzen die Probleme? Und ich denke, das ist doch schon ein eklatanter Unterschied zu den anderen Parteien, die das immer erst ein halbes Jahr vor den Landtagswahlen machen, die das ein halbes Jahr vor den Bundestagswahlen machen oder weil sie halt Vorpommern Staatssekretär sind und jedem Bürgermeister die Hand schütteln. Weil Herrn Dahlemann und die anderen Regierungsvertreter sehen Sie, ich glaube, einmal im Vierteljahr, die sind da dann auch auf unseren Zug aufgesprungen und haben gesagt, die AfD, die macht Bürgerdialoge. Ne? Die fahren hier und da ins Land und die Abgeordneten stellen sich da vor und erzählen was aus ihrer Landtagsarbeit, stellen dort mal ihre Arbeit vor, erzählen ein bisschen was von ihrem Parteiprogramm, von den Idealen. Das sollten wir als Landesregierung auch machen. Und dann haben sich die ganzen Damen und Herren Minister zusammengefunden, mit dem Staatssekretär und haben gesagt, einmal im halben Jahr, ich glaube, es ist halbjährlich angesetzt, führen wir auch so einen Bürgerdialog durch, aber dann mit ganz anderen Massen, mit 150 Leuten, weil die dann natürlich auch ihre eigenen Parteifreunde dahin kamen. Und das ist eben der Unterschied, was uns von den Altparteien unterscheidet. Wir machen das nicht, weil wir es müssen, nicht, weil wir Wahlkampf betreiben, sondern weil wir Aufklärung betreiben wollen. Und weil wir eben in den Printmedien und auch in den anderen Medien, Nordmagazin zum Beispiel, eben nicht so den Niederschlag finden wie die anderen Parteien. Deswegen sagen wir, uns ist es wichtig, genau sich mit ihnen zu unterhalten. Und es ist uns eine Freude. Das machen wir einfach aus Spaß. Wir freuen uns auf jeden Bürgerdialog. Ja, der hat sich das schon gemerkt. Und das, was ihr macht hier heute, das ist so wohltuend. Ich möchte noch. Also macht das bitte weiter. Brech doch die Leute. Das Phänomen von dem Truman. Der Truman war eigentlich ein Mensch, den konnte man gar nicht mit dem Roosevelt vergleichen. Der war nicht absolut nicht angenehm und nicht sympathisch. Aber der hat die Wahl gewonnen. Wisst ihr warum? Der ist mit dem Zug durchs ganze Land gereist, hat einzelne Vorträge. Und wenn dann nur 20 Mann standen, der hat ganz Amerika gereist und hat die Wahlen für sich entschieden, 1948, denke ich, war es, wo er das zweite Mal Präsident wurde. Also das ist ein Phänomen. Und ich denke, nein, wir wissen noch gar nicht, welche Synergieeffekte das hervorruft, dass durch solche ehrliche Ebene da ist, wo man sehr oft wirklich austauscht und merkt, dass es die Partei rübernimmt. Ja? Vielen, vielen Dank. Ich möchte noch zum Thema EU ein schönes Zitat anbringen. Die britische Premierministerin Margaret Thatcher hat mal gesagt, das Problem am EU-Sozialismus wird sein, dass ihm irgendwann das Geld der Deutschen ausgeht. Damit hat die Frau vollkommen recht. Ich bin aber dafür, dass wir dem EU-Sozialismus das Geld ausgehen lassen, das Geld der Deutschen ausgehen lassen, weil wir uns dafür entscheiden und nicht, weil wir pleite sind. Das wäre sehr wichtig. Sozialismus gesagt, das Problem des Sozialismus wäre, dass das Geld anderer Leute nicht mehr kriegt. Ja. Ich habe mal eine Frage, und zwar zu den Wahlen. Sie hatten zwar gesprochen von 2019, aber ich denke, wir müssen uns auf eine Landtagswahl vorbereiten, denn das ist ja wohl eine ganz toll wichtige Position, die hilft, den Landkreis zu entwickeln. Und auch dort die kommunale Selbstverwaltung ein bisschen mehr zu stärken, denn sonst bräuchten wir uns mit diesem Planungsamt der Partei irgendwo im Kreiswald rumschwirren nicht so schlagen. Die sind ja so pfiffig. Die nächste Abstimmung wird ja jetzt in Stralsund sein. Und wenn wir können, als BI, Freie Friede in der Wiese, werden wir auch nach Stralsund fahren und werden unseren Unmut zum Ausdruck bringen. Wichtig ist, wie gesagt, der Landrat muss unbedingt aus diesen Reihen irgendwie besetzt werden. Kann ich Ihnen aus dem Kreisverband berichten, wir sind auf Kandidatensuche derzeit. Wir haben noch keinen Kandidaten gewählt. Wir haben im Dezember unseren Kreisparteitag. Dort werden sich Kandidaten vorstellen und im Januar würden wir dann unseren Kandidaten wählen. Spätestens Anfang Februar werden wir unseren Kandidaten wählen und dann auch präsentieren. Allerdings ist es auch so, wir sind durchaus für Vorschläge offen. Also ja, da möchte ich ganz kurz anschließen. Es ist natürlich klar, es ist unser Anspruch, als zweitstärkste Kraft in diesem Land auch den Landrat für Vorpommern-Greifswald zu stellen. Aber so wie Herr Reuken schon gesagt hat, wir sind intensivst auf der Suche. Es ist natürlich auch schwierig, jemanden
zu finden, der das Amt auch bekleiden kann. Wir könnten natürlich sagen, wir stellen jetzt den zur Wahl auf oder den zur Wahl auf, aber der muss natürlich auch nicht nur das Vertrauen der Bürger haben, der muss auch in der Lage sein, dieses Amt auszufüllen. Und das ist bei einer Personaldecke, wie sie die AfD hat, muss ich Ihnen ehrlich gestehen, schwierig. Wir haben 620 Mitglieder im Landesverband und in Vorpommern-Greifswald haben wir 120 Mitgliedern. Und deswegen werbe ich dafür, wenn Sie jemanden kennen, der sich dazu berufen fühlt, der dazu auch das nötige Rüstzeug mitbringt, dann soll er sich gerne bei uns vorstellen und dann kann er gerne der Landratskandidat für die AfD werden. Sind noch Fragen? Ich glaube, hier vorne war noch eine Frage, oder? Ja, die sind wirklich ein bisschen anders. Gibt es eigentlich eine AfD-Nahe oder eine AfD-Zeitung, jedenfalls eine Zeitung, die wir wählen können, die nicht nur Unsinn schreibt? Ja, diese Zeitung gibt es. Und zwar ist das die Zeitung der AfD-Landtagsfraktion. Die ist bis jetzt einmal erschienen. Also, wenn Sie eine Tageszeitung meinen, da wird es natürlich schwierig, eine regionale Tageszeitung, aber überregional, darf ich da jetzt einfach so Werbung machen für? Also, da kann ich Ihnen als Wochenzeitschrift die Junge Freiheit empfehlen. Das ist ja auch nicht Sinn und Zweck einer Zeitung. Kompakt haben wir noch als Monatsmagazin. Und wenn Sie regelmäßig über unsere Initiativen, was das Land betrifft, also die Landtagsfraktion, dann kann ich Ihnen gerne den Rat geben, gehen Sie auf die Seite der AfD-Landtagsfraktion und bestellen Sie dort den Newsletter. Da bekommen Sie alle Pressemitteilungen, da bekommen Sie Redemitschnitte, da bekommen Sie die Protokolle der Landtagsfraktion, der Landtagssitzung. Natürlich nicht unsere Fraktionsprotokolle, sondern also da bekommen Sie eine riesige Menge an Informationen, die absolut ungefiltert sind. Und bei der Gelegenheit möchte ich Sie einfach ermuntern, gehen Sie auf unsere Landtagsseite, dort finden Sie auch unsere Telefonnummern, die auch hier zum Teil angeworfen sind, dort finden Sie unsere E-Mail-Adressen. Wann immer Ihnen der Schuh drückt, wann immer Sie eine Idee haben, womit sich die AfD-Landtagsfraktion beschäftigen sollte, möchte ich Sie ermuntern, rufen Sie uns an, schreiben Sie uns E-Mails, wenden Sie sich mit Ihren Problemen an uns und Sie bekommen in jedem Fall eine Antwort und wir werden alles dafür tun, auch eine Problemlösung herbeizuführen. Ja, dann würde ich den Dialog jetzt beenden und darauf hinweisen, wenn Sie so möglich werden. Ich habe noch kleine Meinungsbögen ausgelegt, dann sollen Sie uns mal Ihre Meinung mitteilen. Und wenn Sie möchten, können Sie Ihre E-Mail-Adresse eintragen, dann schicken wir Ihnen die Neuigkeiten zu. Unsere E-Mail-Adressen, die wir bekommen, gehen nicht an Dritte raus. Die bleiben bei uns in der Fraktion. Brauchen Sie also keine Angst haben. Dann bedanke ich mich recht herzlich. Ich wünsche Ihnen einen wunderschönen Abend und wer möchte, kann auch gerne bleiben und noch mit unseren Abgeordneten ein kleines Pläuschen halten und das kleine Bierchen trinken eventuell und wünsche Ihnen danach einen guten Abend. Vielen Dank. Ja, bedienen Sie sich, auf dem Tisch liegen ein paar Werbeartikel von uns, dürfen Sie alles mitnehmen.
So, ein kleines Schlusswort hätte ich auch gerne noch gesprochen. Eine Sache, die mir sehr am Herzen liegt. Herr Kramer hat es gerade schon angesprochen. Wir sind in dieser Region hier auf jede Information angewiesen. Deswegen möchte ich auch noch mal sagen, bitte nutzen Sie das. Schreiben Sie uns E-Mails, auch über Kleinigkeiten, wo der Schuh hier in der Region drückt. Die Wahlkreise im Süden sind von uns mit wenig Mitgliedern besetzt. Wir sind da für jede Information dankbar. Und dann könnten Sie auch schon mal verbreiten, dass ich für meinen Teil die nächste Bürgersprechstunde am 11. Januar in Torgelow abhalten werde. Ansonsten schließe ich mich an. Vielen Dank für Ihr Kommen. Wir bleiben gerne noch hier, stehen für alle Fragen auch im persönlichen Gespräch zur Verfügung. Genau. Und einen letzten Dank möchte ich noch aussprechen an das wunderschöne Restaurant, das uns hier den Raum zur Verfügung gestellt hat. Das ist für uns nicht selbstverständlich, dass wir ganz herzlichen Dank. Wir haben leider noch nichts gegessen, aber ich bin fest davon überzeugt, es schmeckt sehr gut und das werden wir jetzt auch versuchen. Vielen Dank. Sind wir total dagegen. Ihr habt das eben schon bei der Frage, was die Jugend anging, so ein bisschen angerissen. Wir wollen eigentlich den ländlichen Raum stärken, dass es die Dorfgemeinschaft gestärkt wird, dass die kleinen Dörfer erhalten bleiben und dass es möglich wird, auch von da aus zu arbeiten. Das bedeutet, man braucht schnelles Internet, aber was viel wichtiger ist, man braucht viel mehr direkte Demokratie, auch dort, dass die Gespräche eben nicht nur Bürgermeister sind, sondern dass es die Gemeindevertretungen tatsächlich, dass sie viel mehr beteiligt sind. Oder dass man tatsächlich auch die Bürger vor Ort befragt, Volksentscheide macht, runtergebrochen bis auf die Dorfgemeinschaft. Das wäre uns ganz wichtig, das ist das, was wir anstreben. Direkte Demokratie ist für uns ein ganz großer Punkt und das gehört bei uns dazu. Zur Friedländer Wiese hatte sich der Kollege Strohschein jetzt nochmal gemeldet, dann würde ich ihm nochmal das Wort überlassen. Ich glaube, wir hätten das auch zu viert machen können heute. Ja, ländlicher Raum. Ich komme ja aus dem Dorf und ich war ja auch mal Bürgermeister. Und ich kann Ihnen sagen, wenn heutzutage die Gemeindevertretungen Beschlüsse fassen, dann sind mindestens die Hälfte dabei, wo sowieso schon feststeht, dass sie den Beschluss fassen müssen. Wenn sie ihn nicht fassen, naja, dann wird es eines Tages sowieso durchgedrückt. Also haben die gar keine Wahl und dann Hand hoch und dann geht's davon ab. Das war Anfang der 90er Jahre anders. Da war wirklich noch viel mehr Eigeninitiative möglich von den Gemeindevertretern und da hat sich auch viel getan. Und außerdem hatten die Kommunen Anfang der 90er Jahre mehr Geld als heute. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Dann nochmal, wie kann man den ländlichen Raum überhaupt beleben? Wichtig ist natürlich, jetzt ist ja die Kreisgebietsreform erfolgt, da wird ja Personal abgezogen aus den Städten, alles geht nach Greifswald hin. Die einzelnen Städte, wir hatten ja schon mal so eine kleine Kreisgebietsreform, da wurde ja hier in Ueckermünde das Landratsamt aufgelöst und ging nach Pasewalk. Das war schon die erste. Und wenn die Städte viel mehr Personal behalten. Wenn in Pasewalk jetzt auch noch das alles abgezogen wird, mit der Zeit ziehen die Leute ja sowieso nach Greifswald, dann werden die Städte immer mehr ausgedünnt. Und das Umfeld, das sind nun mal die kleinen Dörfer. Und die profitieren davon, wenn die Städte eben mehr Arbeitsplätze haben. Und ich kann Ihnen nur eins sagen, jetzt ist ja das, wir haben zwar ein Jugendamt noch in Pasewalk. Ich habe ja da als Vereinsvorsitzender einer Kita öfter mal mit zu tun. Wenn ich aber jetzt ein konkretes Problem habe, wie zum Beispiel, wollen ja nun auch mal die Löhne wieder nach langer Zeit erhöhen für unsere Erzieher. Jetzt müssten wir ja auch die Beiträge erhöhen. Nicht viel, aber wir müssten sie etwas erhöhen. Vielleicht 10 Euro oder 5 Euro, ich kann es jetzt aus dem Kopf nehmen. Jetzt müssen wir aber nach Greifswald fahren und da wurde mir hier in das Jugendamt gesagt, ja, das ist alles nicht mehr so einfach jetzt. Wahrscheinlich kommen Sie da gar nicht mehr mit durch. Also sind uns da ja nun auch schon wieder die Hände gebunden worden. Sicherlich, weil einige Einrichtungen die Kosten für die Eltern rapide erhöht haben. Aber wir haben sie nun mal den ganzen Zeit nicht erhöht. Und jetzt
leiden wir unter diese Verfügung. Ja, bitte. Ist es nicht viel wichtiger, dass wir uns mal darum kümmern, wie diese Amtsumlage und die Kreisumlage zustande kommt? Das sind alles nur Fallpauschalen, nicht Fallpauschalen, das sind nur Pauschalen. Kleinen Moment, tschüss gleich. Mit 47%, dann bleibt doch für die kleine Kommune gar nichts mehr über. Ja. Und außerdem sage ich jetzt mal, dass Sie sagten mir schon richtig, das Personal wird ist in den Städten, bei uns ist es der Amt Torgel. Wann sehe ich diesen Menschen vom Amt Torgel einmal? Ich sehe ihn nie, außer man ruft da mal an und sagt das und das und so. Und ja, dann wird der Betrieb angerufen, ach ja, ihr fahrt alle über den Bürgersteig, kann nicht sein, machen wir alles nicht. Kann doch nicht sein, wir bezahlen viel Geld dafür und wir haben nichts davon. Irgendwo muss da mal auch, sag ich mal, in der Kommunalverfassung oder im Abgabengesetz oder wo auch immer, mal festgelegt werden, dass das so nicht geht. Dann soll man da Fallpauschalen machen. Ein Mitarbeiter wird auch gefragt, na, wie viele Fälle hattest du denn? Du brauchst nicht mehr, du kannst weg. Und so kann ich mir vorstellen, dass es mal insgesamt ein bisschen, sag ich mal, auch dahin geht, dass für die Gemeinde Geld übrig bleibt. Naja, Sie haben das ja schon richtig angeschnitten. Kreisumlage und Amtsumlage. Und Herr Kramer hat es ja auch gesagt, Bürokratieabbau. Und Bürokratieabbau geht grundsätzlich auch einher mit Personalabbau. Was heutzutage nur in die kleinen Amtsverwaltungen an Arbeit gemacht werden muss, da wird mir gesagt, na, guck mal, ich habe ja nur immer noch die Verbindung dahin, guck mal, den ganzen Quatsch müssen wir jetzt hier machen. Das liest kein Mensch, aber wir müssen es machen. Was soll der ganze Unsinn? Es wird viel zu viel beschäftigen sich die Verwaltungen mit sich selbst, mit einhergehend mit zu viel Personal und daher kommen die hohen Umlagen zustande. Personal ist eine teure Angelegenheit. So, Herr Kramer möchte noch was sagen. Bitte. Danke, Herr Strohschein. Das Stichwort auf Ihre Frage ist Konnexität. Wir haben im Land das sogenannte Konnexitätsprinzip. Mal einfach dargestellt, wer die Musik bestellt, der muss sie auch bezahlen. Das Land stellt immer auf die kommunale Selbstverwaltung ab, was ja auch im Grunde wünschenswert ist. Für mich zum Beispiel, das ist, weil in der Kommune kann man am besten entscheiden vor Ort, was ist wichtig für meine Kommune, was ist eher nicht wichtig. Das Land gibt aber konkrete Vorgaben, wie bestimmte Dinge erreicht werden müssen, was an Infrastruktur und so weiter da sein muss. Und wenn das Land die Vorgaben gibt, muss das Land auch dafür Sorge tragen, dass eben genau das bezahlt wird. Und das Land nimmt sich immer weiter zurück, also die Landesregierung, was dieses Konnexitätsprinzip betrifft. Also das Land sagt, so und so muss das aussehen, ob das nur der ÖNPV ist, also der Personennahverkehr, ob das die Kindertagesstättenbetreuung ist, ob das die schulischen Geschichten sind und ist aber nicht willens oder nicht in der Lage, das zu bezahlen und lässt die Kommunen damit alleine. Und dann ist natürlich die Frage, wie kann man das Ganze jetzt irgendwie ausmerzen und da muss man dann gucken, ne? Das ist auch immer so ein heikles Thema, wenn ich sage, da muss man mal Steuern erhöhen, weil viele Gemeinden sind einfach unter auch ihrem Hebesatz, Grundsteuer B zum Beispiel, Grundsteuer A. Und was Herr Strohschein schon sagte, Städte wie Greifswald in unserer Region, das sind natürlich so Magneten. Und aber in Greifswald gibt es keinen Wohnraum mehr, ne? Es gibt keine Möglichkeit mehr zu bauen. Und da muss man gucken, wie können wir das Ganze attraktiver gestalten, auf dem Land zu wohnen. Und das ist ein Thema, was der Herr Reugen bearbeitet, Infrastruktur stärken, ob das der Breitbandausbau ist, ob das die Ärzte sind, ob das die Schule ist, was hier vorhin auch angesprochen wurde durch Ihre Frage. Ne? Das Potenzial ist da. Es kostet Geld, aber das Geld ist auch vom Land da. Und ich sehe das Land da viel mehr in der Verantwortung. Und da gibt es natürlich auch noch einen ganz kleinen Unterschied zu diesen ganzen Kommunalparlamenten. Dort ist es ja so, dass im Grunde keine Legislative stattfindet. Also sprich, dass dort keine Gesetze erlassen werden. In so einem Kommunalparlament wird ja im Grunde nur, werden ja durch die Kommunalparlamente Verwaltungsakte erlassen. Auf Grundlage der Kommunalverfassung und auf Grundlage unserer Landesverfassung und auf Grundlage der durch die Landesregierung beschlossenen Gesetze. Das heißt also, man muss, und das ist unsere Aufgabe, wir müssen aufbröseln, was können wir
im Land als Landtagsfraktion dafür tun, dass es den Kommunen besser geht. Das ist nicht einfach, das ist ganz klar, aber das ist, sind auch Dinge, die in den letzten 25 Jahren absolut vernachlässigt worden sind, und ich halte das auch für einen großen Fehler, diese ganzen Zwangsfusionen mit den ganzen Gemeinden, dass die jetzt zusammengeschlossen werden und, weil da eben so viel auch an Identität verloren geht. Ja, Identität ist ja unser Stichwort, und dazu muss man aber auch sagen, das ist mein Appell an Sie, und ich bitte Sie, diesen Appell auch nach draußen zu tragen, an Ihre Freunde, Verwandte, Familien und Nachbarn. Es ist eben auch viel mit Engagement und Ehrenamt. Nur so können wir das wieder mit Leben füllen und die Situation verbessern. Die Grundvoraussetzungen müssen natürlich gegeben sein durch das Land, da sehe ich das Land und vor allen Dingen auch den Bund in Verantwortung. Aber grundsätzlich, es ist natürlich... Ich möchte nicht zu weit ausholen, aber viele sagen auch mal, ja, und da gibt es ja hier diese EFRE und die ganzen anderen Förderungen aus Europa und so, und da, wir zahlen da so viel Geld rein und da kriegen wir so wenig raus. Und Europa unterstützt uns ja überall, würde uns ja von den ganzen Altparteien wird uns ja immer gesagt, Europa unterstützt uns ja hier und da und tralala mit ihren ganzen Maßnahmen. Aber letzten Endes, wir sind der größte Nettoeinzahler in die Europäische Union. Und wenn wir, also ich möchte jetzt nicht ein Bild zeichnen, so wie jetzt Brexit, und sagen, wir müssen aus der Europäischen Union raus. Ne? Das, so weit will ich gar nicht gehen. Aber wenn wir die Gelder, die wir in Europa einzahlen, für uns selbst, für unser deutsches Volk, für unser Land zur Verfügung hätten, da ginge es uns um Längen besser, als es uns jetzt geht. Diese direkte Demokratie oder Bürokratieabbau, worüber wir jetzt sprechen und die Themen, die wir hören. Es ist ja so, wenn ich wirklich was erreichen möchte, ist es meistens so, dass was nachher wirklich gut wird, am Anfang schwer ist. Und ich kann mir vorstellen, dass Sie in der Lage sind, dass Sie erstmal sozusagen eine Analyse brauchen, der Unterschiedlichkeit der verschiedenen Gemeinden. Dass man einen Status quo weiß, wo stehen wir eigentlich in den unterschiedlichen Gemeinden. Ich spreche das deswegen an, weil ich im Radio mal eine Reportage gehört habe, wobei herauskam, dass die Gemeinden, die besonders gut dastanden im Einnahmenbereich, steuerlich, weil dort Gewerbe stattfindet, weil dort Bürger sind, die aktiv sind, also die sich Gewerbe angemeldet haben, die schon lange Zeit Gewerbetreibende sind, und dass die jetzt besonders belastet wurden vom Landschwerin. Ich weiß jetzt nicht mehr die Details, aber ich möchte jetzt, glaube ich, aufhören, ihr habt die Frage verstanden. Gibt es schon so eine Art Analyse, dass man weiß, also die werden noch im Hintern gekniffen, die am meisten leisten und am meisten bringen. Und was haben die Bürger im Dorf heute noch wirklich für Rechte? Wir haben früher noch, klingt in meinen Ohren, der Begriff demokratischer Zentralismus. Das heißt, alles von oben herab beschlossen, geplant. Und natürlich, das Volk von unten nach oben, das Volk sagt, was wir brauchen, was wir wollen, das ist alles kalter Kaffee. Wir haben es hier mit einer klaren Form eines demokratischen Zentralismus zu tun. Wenn da Schlüsselvergabe ist und so weiter und so fort, das ist genau das gleiche wie die Kandidaten der Nationalen Front, ist egal, wer wählt. Du hast immer die Nationale Front gewählt, weil die haben einen Mainstream und der bleibt der gleiche. Und deswegen verstehe ich Ihre Situation. Sie brauchen eine klare Analyse und einen Faktencheck. Was passiert wo, in welcher Gemeinde und welche Bürger sind aktiv? Und die brauchen Sie als Wortführer, als Interviewpartner, als Partner der AfD. Ich halte den Kurs für Aufklärung der Bürger als außerordentlich wichtig. Punkt 1, dass Sie wissen, was wird hier überhaupt gemacht. Und Punkt 2, Realpolitik, das ist der Weg. Weil die Überzeugung durch Ihr Zeugnis, das wird die Bürger bezeugen. Ihr Zeugnis, was Sie tun. Hier stoppe ich einfach mal. Das wäre meine Frage. Wie ist da die Position? Also ich stimme Ihnen in allen Punkten zu, die Sie gerade genannt haben. Und ich möchte Ihnen auch ganz von meinem Herzen, ich spreche jetzt nicht für die AfD, auch wenn ich jetzt Mitglied im Landesvorstand bin und Fraktionsvorsitzender, aber von mir persönlich möchte ich Ihnen ans Herz legen, was ich auch gerade schon zu der Dame gesagt habe. Wichtig ist eben persönliches Engagement und Ehrenamt. Und wir haben im Jahr 2019 haben wir Kommunalwahlen und Europawahlen hier in unserem Land. Und da kann ich nur jedem hier im Raum ans Herz legen,
Kandidieren Sie in Ihrer Gemeinde als Kandidat für die Gemeindevertretung, als Kandidat für die Bürgerschaft, als Kandidat für das Kommunalparlament? Und ich möchte jetzt nicht zu weit vorpreschen, aber ich kann Ihnen schon sagen, dass wir das sehr genau überlegen. Und ich denke, dass wir uns als AfD auch dazu entscheiden werden, Mitglieder in die Kommunalparlamente zu entsenden, die nicht zwangsläufig AfD-Mitglied sein müssen. Das heißt also, wir werden offene Listen, sehr wahrscheinlich offene Listen zur Kommunalwahl einreichen. Das heißt also, auf dieser Liste kann sich dann jeder bewerben, der nicht zwangsläufig Parteimitglied ist, um die Sache sich für die Belange seiner eigenen Kommune, seiner Gemeinde im entsprechenden Kommunalparlament einbringen zu können. Das ist das Erste, was ich Ihnen dazu sagen kann. Und das Zweite ist, Sie haben natürlich völlig recht, es bedarf eines Faktenchecks. Wo sind die Unterschiede in den einzelnen Gemeinden? Es bedarf einer Analyse, aber diese Analyse wurde ja vorangetrieben durch die Landesregierung. Und auch wenn wir Opposition sind und unsere Aufgabe die Kontrolle der Regierung ist, kann ich Ihnen sagen, dass wir also auch diesem Finanzausgleichsgesetz im Großen und Ganzen zustimmen werden. Weil da haben sich wirklich Experten Gedanken dazu gemacht und ein nach meinem Dafürhalten doch sehr gerechten und gangbaren Weg gefunden, um unsere Kommunen finanziell zu stärken. Und natürlich gibt es, jede Medaille hat zwei Seiten, gibt es den ein oder anderen Gewinner und leider auch den ein oder anderen Verlierer im Zusammenhang mit der Zuteilung durch das Finanzausgleichsgesetz. Nun bin ich nicht der Finanzexperte, möchte nicht zu weit ausholen, um hier nicht irgendwelchen Bockmist zu erzählen, der nachher gar nicht so stimmt. Aber unser Finanzexperte sitzt zu meiner Linken dazu. Aber was ich auch sagen kann, am Beispiel von Neunkirchen, und das ist auch so ein Problem, was ich persönlich als Problem betrachte, Neunkirchen, eine kleine Gemeinde bei Greifswald, da denkt man immer, diese kleine Gemeinde müsste so reich sein. Da ist der Markhof, da ist der Edeka. Das Problem ist aber, und das ist wieder so ein steuerrechtliches Ding, und das ist aber auch wieder Bundespolitik, der Firmensitz von Edeka, der sitzt nach meinem Wissen in Essen. Und die Umsatzsteuern, die durch Edeka in Neunkirchen zustande kommen, die kommen nicht der Gemeinde Neunkirchen zugute, sondern die fließen alle nach Essen. Also Essen könnte sich goldene Gehwege bauen und goldene Laternen auf Kosten von Neunkirchen, wo die damals billig Land gekauft haben, wo die vom Land gefördert worden sind. Also Sie sehen, jedes Thema, was wir hier ansprechen, es ist nicht die Problemlösung ist also nicht so einfach, dass man sagt, genau das und das müssen wir ändern, sondern die sind viel, viel, vielschichtiger, viel globaler. Und da bedarf es viel Zeit, viel Anstrengung. Aber was ich Ihnen versprechen kann, ist, dass wir uns die Zeit nehmen, dass wir uns vor dieser Anstrengung nicht scheuen, genau diese Sachen uns genau intensiv anzugucken und zu gucken, wo finden wir eine mögliche Lösung für das Problem. Das ist nicht einfach, aber niemand hat gesagt, dass es einfach ist, als wir angetreten sind. Und genau diesen Anspruch bewahren wir uns. Ja, da will ich doch nochmal meine zweite Frage stellen. Ihnen ist ja wie uns allen bekannt, dass es in der Bevölkerung auch eine starke Politikverdrossenheit gibt, die sich auf fast alle Parteien bezieht. Sie haben dadurch, dass Sie Schwerpunkte gesetzt haben, davon im Wahljahr profitiert. Mir ist aufgefallen, dass Sie in Bezug auf diese regionalen Probleme, die Sie hier ansprechen, entsprechend ihrem Namen Alternativen suchen oder benennen. Das ist ja auch korrekt. Aber was die Leute draußen wissen wollen, auch die fragen danach, was ist denn das eigentlich, die AfD? Welche Alternative für Deutschland, so wie sie sich da präsentieren, soll es denn geben? Wie soll in Deutschland nach den Vorstellungen der AfD insgesamt anders aussehen? Ich meine, schon der Name, der drängt ja zu dieser Frage. Nur werden Sie die vielleicht nicht komplett beantworten können. Aber ich will nur darauf aufmerksam machen, dass das bei den Leuten, die nicht unmittelbar an politischen Veranstaltungen teilnehmen, oder Bürgerforen oder was auch immer, dass das schon eine große Rolle spielt. Und in Kürze, das wissen Sie ja genauso gut wie ich, werden ja alle Parteien wieder durchs Land fahren und werden solche
Rechtsstunden durchführen. Nicht, das war ja, ich weiß nicht, heute oder gestern noch in der Presse. Da wird diese Frage auch eine Rolle spielen. Also ich finde, wenn Sie dem Namen gerecht werden wollen, dann müssen Sie irgendwann mal ein komplettes oder nicht ganz vollendetes Bild der Bevölkerung kundtun, wie soll Deutschland nach Ihren Vorstellungen insgesamt aussehen? Wo soll es hin marschieren? Und das fehlt. Also ich werde mal versuchen, darauf zu antworten. Das Erste, was Sie angesprochen haben, das war die Politikverdrossenheit. Und da ist schon ein Ansatz, wo wir widersprechen würden. Wir glauben nämlich nicht, dass es eine Politikverdrossenheit in Deutschland gibt, weil die Bevölkerung, die Gesellschaft ist selten so politisiert gewesen wie in den letzten Jahren. Wir glauben, dass es eher eine Art Politikerverdrossenheit gibt. Dass man sich gerade bei den Altparteien, von denen wir uns natürlich abheben wollen, sagt, das sind die Menschen, die uns jetzt Lösungen anbieten für Probleme, die sie selbst verursacht haben. Und dass da letztlich das Problem dieser Politik oder, wie ich es nennen würde, Politikerverdrossenheit liegt. Zu dem Bild, was die AfD von Deutschland zeichnen möchte oder von der Gesellschaft, die wir gerne hätten, dann, ich bleibe jetzt mal etwas allgemeiner, vielleicht möchte dann Herr Kram oder Herr Hersel noch konkreter werden, aber nur um mal einen Einstieg in diese Thematik zu finden. Uns geht es zuallererst darum, pragmatische Ansätze zu wählen, einfache Lösungswege aufzuzeigen, nicht immer das Komplizierteste zu nehmen, das Teuerste zu nehmen, die Bürokratie weiter aufzublähen, sondern einfach zu schauen, was gebietet der gesunde Menschenverstand. Denn das betrifft an und für sich alle Bereiche der Politik, angefangen von Bildung, über Steuern, über Rente, es muss alles letztlich vereinfacht werden. Kein Mensch versteht mehr, was in diesem Land eigentlich in der Verwaltung passiert. Dann ein weiterer ganz wichtiger Punkt, der uns auch diese Polarisation immer bringt, ist, dass wir sagen, wir sind nicht angetreten, um Deutschland abzuschaffen. Ganz im Gegenteil, wir möchten gerne Deutschland erhalten mit seinen Werten, mit seiner Kultur, mit seiner Sprache, mit seiner Religion und auch mit seinen Rechten. Und das ist ein Punkt, den ich keinem der Altparteien ernsthaft attestieren würde, dass sie sich dafür einsetzen. Ganz im Gegenteil, diese ganzen faulen Kompromisse, die Richtung Migration, Asyl gehen, arbeiten letztlich darauf hin, Deutschland abzuschaffen. Das hat Herr Sarrazin gut erkannt, dafür ist er abgestraft worden innerhalb seiner Partei, aber es ist nicht falscher geworden dadurch. Und wenn man sich darauf besinnt, dass man sagt, wir möchten Deutschland als Land der Deutschen erhalten, und gleichzeitig die Strukturen, die wir haben, nicht unbedingt zurückfahren, aber doch stark vereinfachen, dann bringt das, glaube ich, einen Effekt, der für alle spürbar wäre. Und da spielen dann wieder die Kapitel Bürokratieabbau und so weiter und auch EU eine ganz große, entscheidende Rolle, weil eben kein Mensch mehr versteht, wofür Geld ausgegeben wird, mit welchem Zweck und wohin es eigentlich fließt. Und das sind, ja, würde ich sagen, so zentrale, große Säulen ich weiß nicht, Herr Hersel, ob da noch Ergänzungsbedarf besteht oder vielleicht in einem anderen Bereich da vielleicht ein bisschen auf unser Programm mal eingegangen werden kann. Also wir haben zur Bundestagswahl natürlich ein komplettes Programm aufgestellt. Es ist aber nicht so, dass man da jetzt auf den ersten 10 Seiten rauslesen könnte, das ist ein Deutschland, so wie wir es gerne hätten. So einfach ist es leider nicht und ist auch nicht so einfach zu erklären. Aber ich blicke in die Runde, ob jemand ergänzen möchte. Der Fraktionsvorsitzende, deswegen ist er Fraktionsvorsitzende, hat immer was zu sagen. Ich möchte mich anschließen und sagen, also Politikverdrossenheit erlebe ich überhaupt nicht in diesem Land, ganz im Gegenteil. Also die Jugendlichen brennen darauf, im Jugendparlament, im Landesjugendring mitzugestalten, mitzuorganisieren. Die Jugendlichen brennen darauf, sich in den Kommunalparlamenten einzubringen. Und nicht nur die Jugendlichen, sondern eben auch die Erwachsenen. Ich bin da ganz bei Herrn Reuken zu sagen, es herrscht eher eine Politikerverdrossenheit. Und der Souverän, das Volk, nimmt sich durch die Politiker nicht ernst genommen. Und das ist eben genau die Alternative, die wir bieten wollen. Also Alternative heißt ja übersetzt
Das ist eine andere Möglichkeit. Und es gibt nur eine andere Möglichkeit und nicht mehrere. Ansonsten würden wir Varianten für Deutschland heißen. Wir heißen aber Alternative für Deutschland und nicht Variante für Deutschland. Und das hat ja auch gezeigt, dass